Und damit moin moin und ganz herzlich willkommen am Sonntagabend back to the roots, back to Kerbal Space Program, nachdem wir gestern mal so ein bisschen in Elite Dangerous kurz rumgestochert haben und am Dienstag Alien Isolation mit leichten Pulsproblemen ausgetestet haben, geht's heute weiter mit einer ganz beruhigenden Wochenabschluss-Wochenstart. Wo ihr es für euch einordnet, ist für mich ehrlich gesagt egal. Beides ist total okay. Runde Kerbal Space Program ohne hoffentlich allzu erhöhten Puls wegen irgendwelchen fehlschlagenden Raketen. Und in diesem Sinne erstmal ein ganz liebes Hallo an diejenigen, die schon da sind. An den Mickey, an den Charabel Pablone, an den Lord Grimmisch, den Jojongs, den Saruman, Mr. Drake Player, Etienne, den Neo Kerbal, den Mimir, den Zermedes, den Toaster, den Endure und den Paul. Hallihallo, ganz herzlich willkommen und natürlich auch ein ganz liebes Willkommen an all die Lurker vorm Fernseher oder eurem anderen Mobilgerät oder halt einfach Leute, die den Chat nicht benutzen. Warum auch immer ihr das tut, es ist okay für mich und wir werden heute folgende Dinge tun. Und zwar, wir haben auf der Uhr die Ankunft von dem zweiten Duna-Pendler noch. Wir werden ein bisschen Wissenschaftspunkte einheimsen. Da habe ich ein ganz konkretes Ziel, auf das ich spare gerade. Ich spare auf 2500 Science-Punkte. Ich kann euch mal zeigen, weswegen. Das ist so ein bisschen in die Zukunft gedacht. Einmal die Arschbacken zusammenkneifen und wo ist es? Glaube ich hier. 2250 sind sogar nur. Der große Habitation Ring, den werden wir in irgendeiner Form brauchen, wenn wir mal wirklich, wirklich Deep Space Missionen langfristig fliegen wollen. Ist das eins der Module, die uns wirklich nach vorne bringen. Deshalb auf jeden Fall wichtig. Darauf wird gespart, science-mäßig. Und dann kommt das neue Tankschiff für Minmus. Ihr habt es Hildegard getauft. Ich bin immer noch nicht damit einverstanden, aber so ist das eben. Das Streamerleben ist kein einfaches. In 5 Tagen an. Und in 7 Tagen die Specialized Parts, die wir brauchen, um die Bohrer auf Minmus wieder in Betrieb zu nehmen. Das heißt, da werden wir heute, glaube ich, ganz gut durchkommen. In 7 Tagen ist dann das Science Lab voll und dann ist es auch gar nicht mehr weit bis zum Startfenster nach Jol. Wir werden uns also darum kümmern, die Sachen fertig zu bekommen. Und aus meiner Sicht wäre heute noch eingeplant auf meiner Bastelliste, ich habe hier so einen ganz analogen Zettel stehen, gibt es entweder noch die 3 Parts zu bauen, die wir brauchen für die Ike-Tankstelle. Das heißt einmal die Tankstelle an sich, einmal das Tankschiff, also das Pendel zwischen der Ike-Oberfläche und der Raumstation und einmal die Tankstation oben im Orbit, die die Schiffe dann versorgt. Das ist die eine Variante, was wir noch basteln könnten. Die andere Variante, was wir basteln könnten, wäre quasi der Duna Rover, mit dem wir dann auch zu den Mining-Stellen im Prinzip fahren würden. Oh Gott, ich glaube, wir müssen mal gucken, wie weit die weg sind. Ich hoffe, die sind nicht zu weit weg. Aber im Prinzip ein Duna Rover mit ein bisschen Specialized Parts, damit wir Wartungen an unseren Mining-Containern vornehmen können. Mit den Kerbonauten, die da unten leben. Da kann der liebe Neo, ich habe dich ja schon gesehen, gerne mal einen Strawpoll aufmachen, was ihr heute in der Alternativzeit lieber sehen möchtet. Wollen wir lieber an der Ike-Tankstelle arbeiten? Part 1. Oder wollen wir lieber den Duna Rover vorbereiten? Ich habe so ein Bauchgefühl, wo die Reise hingeht. Aber das könnt ihr dann in Ruhe abstimmen. Der Strawpoll kommt sicherlich demnächst. Und wir fangen jetzt einfach mal an mit den Dingen, die wir so oder so tun müssen. Ich würde als erstes mal hier hinspringen. Und ein ganz liebes Dankeschön und herzlich willkommen an den Olli, die oder Oli, da musst du mir sagen, wie es ausgesprochen wird. Die ganzen Zahlen lasse ich mal weg. Ich nehme an, dass Olli einfach schon belegt war. Ganz herzlich willkommen bei den Kerbonauten. Ganz viel Spaß beim Zugucken und ja, lass es dir gut gehen. So, und wie gesagt, klär mich gerne auf, ob es Oli oder Olli ist. Da freue ich mich drüber. Dann mache ich das nämlich gerne auch richtig demnächst, falls Olli jetzt falsch war. So, das Schiff kommt als nächstes an. Danke für den Poll, Neo. Und ganz herzliches Willkommen noch an den Border King, an Kallis, an Lady Samis und an Averborg. Die sind noch etwas verspätet zum Stream gekommen. Nein, ich habe auch 3 Minuten früher gestartet. Von daher trifft euch relativ wenig Schuld. Ich sage nicht keine Schuld. Achtung, Wording, relativ wenig Schuld. So, wir könnten mal... Wo ist denn jetzt gerade Minmus?
da. Hallo? Fokus? Anyone? Hä? Okay, so. Irgendwie wollte er mir gerade keinen Minmus-Fokus geben. Wir können mal ganz kurz zur Raumstation da gehen. Ich will mal gucken, was der Status quo ist. Ich meine, das eine Ding ist betankt und ready Duna Base Production. Genau. Und jetzt habe ich noch unten rum schwebend, meine ich, angedockt den Forschungsteil und den einen Pendler. Das wäre jetzt so meine Vermutung oder zumindest in einem ähnlichen Parkorbit. Irgendwie sowas habe ich angestellt. Irgend sowas habe ich angestellt. Zu den kleinen Versuchen übrigens mit Elite Dangerous und ich hatte im Chat ja auch ein bisschen gefragt, wie sieht's aus? Spielt jemand von euch aktiv Elite Dangerous oder Star Citizen? Ich gucke mir beide Spiele gerade so ein bisschen an, weil ich gerne irgendwas Space Sim-mäßiges, wahrscheinlich aber erst so im Scope nächstes Jahr, noch fest mit ins Programm aufnehmen will. Meine persönliche Wahl ist gerade so zwischen, ich weiß es noch nicht, ob es Elite Dangerous wird oder dann eher Star Citizen. Beides hat, glaube ich, seinen Reiz, ist halt ein bisschen unterschiedlich. Deshalb gucke ich mir die Sachen an. Wenn ihr Erfahrung mit solchen Sachen habt, schreibt mich gerne, oder mit einem der beiden Spiele habt, schreibt mich gerne auch mal im Chat direkt an. Also nicht hier im Chat, sondern halt über Discord zum Beispiel oder über eine Direct Message bei Twitch. Dann kann ich mir das später in Ruhe durchlesen. Mich würde nämlich mal eure Eindrücke interessieren und was man schon so machen kann, weil was ich vor allen Dingen für mich rausfinden möchte, ist A, macht es mir Spaß und B, kommt dabei was rum, was streammäßig auch Spaß macht. Genau, und das wird dann, denke ich, im nächsten Jahr spätestens ein bisschen zu einer Erweiterung des Kanalinhalts führen. KSP bleibt natürlich erhalten, um Himmels Willen, aber ihr kennt das ja über die Jahre. Der Kanal hat sich ja schon hier und da mal gewandelt, vom Modding-Mittwoch über angezockt, über, naja, es ist nicht mehr YouTube. da suche ich im Moment gerade auch noch sowas, was da mit reinpassen kann. So, Dajin, dir auch einen schönen Abend. Und meine Vermutung war richtig, wir haben hier einmal noch die Base, das ist noch angedockt, da fehlt auch noch ein bisschen Liquid Fuel. Wir haben das Ding und ich glaube tatsächlich, dass unser Tankschiff gerade gelandet ist, ne? Hatten wir da Schluss gemacht? Ich glaube, wir haben da Schluss gemacht. Da können wir doch den Minmus-Pender jetzt einmal betanken und wieder zur Station hochjagen, bevor das andere Raumschiff kommt. Da haben wir noch was Sinnvolles zu tun mit der Zeit. Heute übrigens hat es geklappt mit den Quality Options. Ich weiß nicht warum. Genau, und weil ich es beim Alien-Stream vor lauter Ausregung, genau, vor lauter Ausregung, vor lauter Aufregung vergessen habe, da über mir, wartet, wartet, ich muss gucken, dass ich die richtige höre. Da über mir gibt es den Spenden-Counter. Der Bot erwähnt es auch ab und zu mal, hat es am Stream-Anfang schon einmal gesagt, dass es ist natürlich immer noch November, ich sammle immer noch fürs Haus der kleinen Forscher. Und freue mich natürlich über alle Spendenabos und Bits diesen Monat. Das werde ich alles in einen Topf werfen. Und am Monatsende in Richtung Haus der kleinen Forscher spenden, die sich um frühkindliche und Kinderbildung für MINT-Geschichten kümmern, also mathematische, Informatik, naturwissenschaftliche und technische Berufe bzw. Studiengänge. Das sieht schon ganz gut aus. Ich glaube, wir haben sogar schon getankt. Yep. Alles cool. Alles sehr cool. Dann können wir eigentlich hier einfach warten, dass die Raumstation auftaucht. Wo ist sie denn gerade? Da hinten. Okay, wir gehen ins Sonnenlicht rein. Die Raumstation kommt uns entgegen. Das passt auch. Windseller, schönen guten Abend. So, das passt auch. Dann können wir die als Target setzen. So, muss ich mal gucken, wie wir das am besten machen. Wir kommen ein bisschen schräg. Das heißt, ich werde einfach erstmal einen kreuzenden Kurs fliegen. Da hinten sind 23 Kilometer. Das heißt, wir gehen einfach erstmal stumpf auf den Äquatorialkurs und passen das dann an. Da hinten fliegt sie übrigens, falls ihr euch fragt, was das grüne Kästchen ist. Das ist Live-Tracking der Minmus Space Station. So, wir sind betankt. Letzter Flug im alten
Pendler, mal gucken. Den werden wir auf jeden Fall auf Reserve behalten. Und ich starte jetzt mal und fliege den Kram in Orbit hoch. So. Sonne steht noch relativ flach. So, wir können auch, glaube ich, relativ flach fliegen. Wir haben schon Vertical Speed von 22 Metern pro Sekunde. Das müsste eigentlich reichen, dass wir weit genug steigen bis dahin. So. Wir sind unterwegs, zurück in den Orbit. Lea Luis ist durch die Umstellung richtig alter Mann geworden. Mit grauem Haar und grauem Bart. Aber der hat auch schon so viele nervenaufreibende Landungen hinter sich. Genau, und Neo hat gerade nochmal den Straw Poll gepostet. Ihr könnt abstimmen im Straw Poll. Sollen wir uns heute dann um die Ike-Tankstelle kümmern oder konzipieren und bauen wir den Duna Rover, um dort dann unsere Missionen zu erfüllen? Oh, sehr schön. Wir kriegen einen relativ guten Hit sogar schon hin. Ups, ich bin auch ein bisschen overshootet vor lauter Erzählen. Das können wir eigentlich direkt noch mal ein bisschen einbremsen. Dann können wir da nämlich. Ist hier irgendwas knapp? Nee, ne? Nö. Nee. Alles gut. Fast ein bisschen früh gestartet. Okay, müssen wir gleich mal gucken, wie gut das wird. 7 Kilometer. Dann machen wir da noch einen Inklinationsangleich auf. Den Raumstationskurs runter. Und dann haben wir hier unser Closest Encounter mit 2,7 Kilometer. Ja, das nehmen wir dann für die Endannäherung. Das ist okay. Das war dann zwar immer noch suborbital, aber für unsere Zwecke reicht das. Kriegt der Luis nicht langsam einen Koller? Ja, deshalb kriegt er ja einen neuen LKW, wenn du das so willst, der sehr viel größer und schöner ist. Damit er sich einfach mal ein neues Arbeitsgerät auch gewöhnen kann. Außerdem, nur weil ich Faulbär den immer in dem Fahrzeug sitzen lasse, ich gehe natürlich davon aus, dass der Luis, wenn er oben angedockt ist oder wenn er unten ist, auch immer die jeweilige Raumstation und Basis besucht, sich ein kleines Snackbier gönnt und ein bisschen Pause macht und nicht nur in seinem Cockpit sitzt, weil er hat ja auch wirklich mehr als genug körbelgewerkschaftlich abgesicherte Arbeitspausen, von denen ich ganz stark ausgehe, dass er die natürlich nutzt in meiner Abwesenheit. Deshalb docke ich ihn ja immer so brav an, sonst könnte ich ihn ja auch einfach im Weltall daneben schweben lassen. Nee, der Luis, der kümmert sich um sich. Der Luis, der kümmert sich um sich. Ist ein guter Arbeitnehmer, ein guter Carbonaut. Lenk- und Ruhezeiten. Ja, Lenk- und Ruhezeiten. Du musst überlegen, das ist ja. Luis ist ja eher so ein Kurzstreckenpilot. Guck mal, du musst schauen, dass ich immer so. Guck mal, die Gesamttour jetzt. Hier oben siehst du es ja. Also mit Landung, mit Betankung und jetzt wieder zurück. Wir sind noch nicht mal 4 Stunden unterwegs. Also der Luis ist auf jeden Fall immer safe innerhalb der gesetzlichen Lenk- und Ruhezeiten. Dem geht's einwandfrei. 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 Und der kriegt ja dann auch immer mal wirklich, also guck mal, seit der letzten Duna-Mission, was er für Pausen hatten, das ist schon Urlaub quasi. Da hat er einen Space-Urlaub. Einen Space-Urlaub. Und ich glaube schon, dass er zum Rasieren kommt. Guck mal, also so ein Bart wächst doch nicht natürlich. Niemand hat so ein Cowboy-Bart oder wie man sowas nennen soll. Die YMCA-Gedächtnisrotzbremse. Das hat doch keiner einfach so. Nach 4,5 Stunden muss er 45 Minuten Pause machen, sonst wird es teuer. Uiuiuiui, alles klar? Zermittis, ich weiß Bescheid. Also hier, nächster Timer sind 4,5 Stunden. Da müssen wir zurück angedockt sein, sonst Verstoß gegen Pausenregelungen der Lenk- und Ruhezeiten.
Ich bin mir nicht sicher, ob das bei Raumschiffen genauso funktioniert wie bei LKWs, aber wir halten uns sicherheitshalber mal dran. Denn Space Trucking is also kind of trucking. Ah, ein neuer Spruch für das Buch der Winterweisheiten. Sehr schön. Huch. So. So, und jetzt müssten wir. Er lenkt ja nicht, er driftet. Ich weiß nicht, was die Gesellschaft der Driftrennfahrer dazu sagt, aber ja. So, wir werden jetzt bis auf 2, und ein bisschen Kilometer an die Sache rankommen. Und dann gleichen wir unseren Target, also unsere Geschwindigkeit mit dem Target an. Er sagt sogar, wir kommen auf 1 Kilometer ran. Das heißt, wir nehmen natürlich die Stelle mit dem 1 Kilometer. In wenigen Minuten. Und dann werden wir uns ganz gemütlich. Zack, zack, zack. Okay. Da kommt er. Dann werden wir uns schön anbremsen und unser Docking vollführen. Und dann war das, denke ich, für längere Zeit der letzte Flug mit der kleinen Kiste. Ich bin mir nicht sicher, ob es reicht, um das eine Schiff fertig zu betanken. Ich glaube fast nicht. Ist jetzt aber auch nicht so super wild. Okay. Also knapper Kilometer noch. Und daraus machen wir jetzt sehr viel weniger, indem wir uns annähern. Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir dem Lenk- und Ruhezeitengesetz Genüge tun werden. Okay, in 3 Minuten sind wir da. Wie viel hat denn das kleine Schiff jedes Mal transportiert? Das sieht man hier oben ganz gut. Also letzten Endes kannst du davon nochmal abziehen. Eine Füllung dieses Tanks, also 360. Das heißt, du siehst da oben jetzt gerade nicht ganz 1000 Liquid Fuel und 1200 Oxidizer ungefähr. Das ist noch das alte Transportschiff. Das neue kommt in 5 oder 7 Tagen an. Ich glaube 5 Tagen. Okay, ich sehe viele, viele Reglements für uns Space Trucker. Aber du siehst, ich fahre nur 5 Meter pro Sekunde. Wir messen das ja vom. Wer soll mich messen, außer das Ziel? Von daher bin ich da total safe im Limit. Das ist ja. Nix ist das ja. Das ist ja quasi schon einrangieren. Einrangieren. Das hat dann wesentlich mehr. Oh ja, das neue Schiff hat wesentlich mehr. Wirst dann aber sehen, also das kommt in der heutigen Folge. Ich bin sehr, oder sagen wir es mal andersrum, ich bin sehr zuversichtlich, dass das in der heutigen Folge noch ankommt. Und dann wirst du auch sehen, dass das deutlich, deutlich mehr hat. So, wir kriegen schon per Funk wieder die Geräusche übertragen der. Na, warte mal, wir sind auf der Seite, ne? Dann bremse ich jetzt mal. Wir sind nämlich schon auf der richtigen Seite. So, alle, die möchten, können sich jetzt die Docking-Musik einspielen. Ich kann das leider nicht machen, weil ich sonst wieder gesperrten Ton habe, was für das Hochladen auf einer anderen nicht näher benannten Streaming-Plattform, Videoplattform nicht so gut wäre. Der liebe Neo verlinkt euch sicherlich auch das passende Lied, beziehungsweise für diejenigen, die nicht am Twitch-Chat teilhaben können. Das wäre die Blaue Donau, die ihr euch da spielen könnt. Zack. Licht es an. Sehr schön. Und dann habt ihr nämlich selbst übergespielte Docking-Musik in eurer Wunschlautstärke.
die ihr jetzt einfach anmachen könnt. Und ich halte so lange ein bisschen den Mund und docke das in aller Ruhe an, während ihr euch entweder der Musik hingebt oder eben auch nicht. Das müsst ihr selber wissen. Okay, los geht's. So, das sieht doch ganz gut aus. Lake Herman, hallo erstmal. Und mit angefangen vermute ich, du meinst, du hast ja das Modset installiert und probierst das gerade auch mal aus. Viel Spaß damit. Bisschen zu tief. Schön. Okay, damit haben wir hier das Docking auch vollzogen. Schönen guten Abend, Knie. Grüß dich. So. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Dann würde ich sagen, machen wir doch erstmal einmal die Nummer hier fertig, dass er selber wieder betankt ist. Das ist ja relativ wichtig, damit wir in Zukunft auch noch fröhlich in der Gegend rumfliegen können. Zack. So, und die Tanks wollen wir behalten. Und dann hätte ich gesagt, gucken wir mal, ob wir die Betankung hier zu Ende bringen können. Ich glaube es fast nicht, aber mal gucken. Wir probieren es mal. Es wäre schön. Es wäre ein bisschen weniger Kladderadatsch in der Umlaufbahn. Hoppla. Das war nicht so schlau. Ich glaube, es reicht nicht ganz. Es reicht nicht ganz. Oder? Oder? Doch, das haut hin. Sehr schön. Cool, dann können wir das eine Schiff nämlich losmachen und auch wegschicken. Dann ist es hier nicht ganz so voll und laggy, wenn die nächste Karre ankommt. Ganz, ganz großes Kino. Sehr schön. Dann können wir ein bisschen was noch in den großen Tank reinhauen und erstmal zwischenspeichern. So. Sehr schön. Okido, dann brauchen wir ganz kurz unseren Engineer. Wird langsam voll um die Station. Ja, genau. Es wird langsam voll. Deshalb müssen wir jetzt auch wirklich gucken, dass wir ein paar Sachen auch mal wieder
hinfortschicken. Zum Beispiel dieses hier. Ich würde aber den Port hier behalten. Tatsächlich. Achso, vielleicht brauche ich dafür ein Werkzeug. Ganz vielleicht brauche ich dafür ein Werkzeug. Damit wir später wieder Sachen anbauen können. Falls nochmal Raumschiffe nicht so schnell auftauchen. Zack. Und equip. Zack. So, dann machen wir das jetzt nämlich erstmal los. Und dann schicken wir es auch in den Parkorbit. Dann sind die beiden Basisteile nämlich schon vorbereitet für den Abflug nach Duna in langer, langer Zeit. Also es ist echt noch lange hin. 413 Tage noch, sagt die Uhr. Nehmen wir mit. Ach shit. Jetzt haben wir wieder das Problem. Das hängt da so doof drin. Kriegen wir nicht ab, ne? Befürchte ich. Ne. Es ist für ihn wieder. Ach, weil er das zum Root-Part macht. Ich verstehe. Ah, okay. Das erklärt, warum die Dinger dann nicht mehr abgehen. Er hat das jetzt beim Entkoppeln zum Root-Part gemacht. Na gut, wenn das dein Wunsch ist, dann ist das so. Ist okay. Gut, dann bringen wir mal unseren Schraubomaten zurück. Der nutzt uns dann natürlich nicht so viel. Was war mit dem neuen Tankschiff? Das neue Tankschiff ist noch unterwegs. Das kommt in, die Uhr sagt, 5 Tagen und einer Stunde an. Dann werden wir umstellen auf das neue Tankschiff. Das haben wir letzte Folge ja erst gebaut. Ist also unterwegs, dem geht's insgesamt auch gut. Es ist einfach nur noch nicht da. Deshalb haben wir es noch nicht benutzt. So, die Kiste ist fertig. Dann hocken wir uns jetzt mit Theo erstmal rein. Der kann sich jetzt eine schöne, schöne heiße Tasse Tee zusammen mit Luis reinziehen. Während sie auf die anderen Schiffe warten. So, sehr schön. Dann fliegen wir den Hobel hier weg. Jetzt nochmal gucken, dass wir auch tatsächlich aus der richtigen Richtung steuern, weil ich befürchte, wir sind jetzt gerade über den Nupsi hier aktiv. Wir machen mal ein ganz klassisches Control from here, um das zu klären. So, das sieht auch ganz gut aus. Ich bremse schon mal ein bisschen gegen, dass es sonst nicht hier irgendwie um die Ecke schleudert oder so. Warum hat er jetzt begrenzt Liquid Fuel? Hä? Oh, 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 oh. Aus, Discovery, aus, nominal aus. Miko, Ohms 1, not required. Aus, aus, aus. Irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwo meint er Liquid Fuel zu haben. Ach shit, ich wollte das dann noch betanken, ne? Wollte ich die noch betanken? Bin mir unsicher. Müssen wir wohl dann an Duna machen sonst. Ist egal. Ist egal. Jo Jungs, vielen lieben Dank für 400 Bits. Dankeschön. Und kommt natürlich mit in die Spendenkasse. Ach, die Dinger sind das. Aber ich habe doch hier eigentlich CrossFit aus, ne? Ich glaube, das Ding brauchte befüllte Tanks. 3.300. So. 3.300 Delta V, das sollte locker reichen, um uns dahin zu bringen. Alles gut. Und dann können wir ein bisschen was umpumpen, wenn wir drüben sind, noch für den Zusatzsprit. Das ist halt so. Wir fahren jetzt mal in einen etwas höheren Orbit. Der andere Parkorbit ist auf 140. 140, ja. 140, na dann, Vollgas. Pumpen wir die Kiste mal hoch.
So, ich lasse sie mal nachlaufen noch. Sky290, vielen lieben Dank für dein Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kommonauten. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Und direkt auch vielen lieben Dank für deinen Prime-Sub. Ganz viel Spaß mit dem Emote, ganz viel Spaß beim Zugucken. Vielen lieben Dank. Und natürlich auch dein Sub geht in die Box für das Haus der kleinen Forscher diesen Monat. So, ein bisschen können wir noch. Wir sind noch nicht ganz bei 140 angekommen. Hast du was Wichtiges verpasst? Und gut, nee, so richtig abgefahrene Sachen bisher noch nicht. Also wir haben jetzt den Luis wieder hochgeflogen. Wir haben das eine Schiff jetzt abgekoppelt und packen das jetzt hier auf. Können wir da noch hinwarpen? Ja, noch ist Zeit. Okay. Warpen da jetzt einfach mal hin, würde ich sagen, um das zu zirkularisieren. So viel Zeit haben wir gerade noch. Dann kommt als nächstes der Anoduna-Pendler an. Dann gibt es ein bisschen Wissenschaftspunkte von der Kerbin Space Station. In 5 Tagen ist dann die Hildegard fällig. Und in 7 Tagen kommt das Zeug von Mimus an. Und wir haben einen Poll laufen gehabt. Den kann der Neo jetzt mal auflösen, wenn er mag. Was wir heute machen, ob wir heute die Ike-Tankstelle bauen oder den Duna-Rover lieber. Mit der verbleibenden Zeit. Beides sind Projekte, die noch anstehen für die nächste Duna-Welle. Und tatsächlich haben, damit hätte ich nicht gerechnet, es haben mehr Leute, wenn ich das richtig sehe, für die Ike-Tankstelle gewotet, als für den Duna-Rover. Das heißt, wir werden die Ike-Tankstelle heute anfangen. Und mal gucken, hoffentlich auch fertig bekommen. Das hätte ich nicht gedacht. Das hätte ich nicht gedacht. Nee, die Hildegard ist noch gar nicht bei Mimus. Die ist noch im Transfer. Ich hatte jetzt den letzten Flug von Luis umgedreht, dass er zurückkommt. Was macht das, die Triebwerke im Nachlaufen? Ich glaube, das ist einfach ab der 1.4.5er-Version so. Ich glaube nicht, dass das von irgendeinem Mod kommt. Das ist tatsächlich, glaube ich, durch die neue Version. So, ich bringe uns mal auf ein ungefähr Circular Orbit. Ungefähr. So, ich hoffe, das reicht. Tranquility Base here. The Eagle has landed. So, das müsste passen. Big Bo, vielen lieben Dank für den Resub. 17. Monat in Folge. Dankeschön, Dankeschön für die anhaltende Treue und auch deinen Sub natürlich diesen Monat in Richtung. Sequence start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Das machen wir jetzt nochmal fertig. Vielen lieben Dank für den 17. Monat in Folge. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Ihr wollt mich nicht aussprechen lassen, oder? Also, Big Bo, vielen lieben Dank. 17. Monat in Folge. Dankeschön. Und ein ganz dickes Dankeschön an El Chupa, der gerade 100 € für das Haus der kleinen Forscher gespendet hat. Dankeschön, El Chupa. Da freue ich mich sehr drüber. Und ich nehme an, die Kids auch, hoffe ich, wenn sie zur Wissenschaft gezwungen werden. Das wird ihnen total viel Spaß machen. Dankeschön. Und last but not least, natürlich auch an den Windsailer. Vielen lieben Dank für deinen Sub. Und auch dein Sub geht natürlich mit an die Kids. So, jetzt aber mal nach dieser Welle an Alerts. Das hier aus. Wir haben jetzt als nächstes den Duna Pendler für Food. Den fangen wir jetzt noch ein. Ich weiß gar nicht, ob wir den schon zur Raumstation runterbringen. Können wir eigentlich machen. Ja, krass. 100 €. Damit glaube ich mal eben den Spendentopf mehr als verdoppelt. Da sind jetzt natürlich die Bits nicht mit reingerechnet, aber ich glaube, dass es trotzdem noch reicht, um den grob zu verdoppeln. Vielen lieben Dank, El Trooper. Vielen lieben Dank dafür. Das ist eine große, große Summe. Ein großer Sprung nach vorne. Der große Sprung nach vorne ist, glaube ich, auch was Chinesisches, oder? Und jetzt
kommt noch ein Host rüber von Marcellino. Marcellino, grüß dich. Ganz herzlich willkommen an dich und deine Zuschauer. Moin, moin. Wie läuft's bei euch? Habt ihr geangelt? Ihr habt bestimmt geangelt. Es würde mich wundern, wenn ihr nicht geangelt habt. So, wir sind gerade hier im Anflug. Ich würde das, glaube ich, schon noch zur Raumstation runterbringen. Dann haben wir erstmal alles beisammen, was erledigt werden muss. Das heißt, wir können jetzt ein bisschen Zeitraffer reinhauen und. Nee, du machst gerade arg. Oh Gott. Was ist los mit dir? Wie konntest du? Du musst doch angeln. Wie ist arg so? Kann man da angeln? Das ist die wichtige und zentrale Frage zu arg. Es kann man da angeln. Aber ich bin mir sicher, man kann bei arg angeln, weil das ist ja auch so Dinosaurier-Survival-Gedöns. Ich bin zuversichtlich, oder? Wie schaut's aus? Genau, ganz herzlich willkommen auch nochmal von Miki und natürlich auch von mir. Wir parken hier gerade so ein bisschen Zeug für unser nächstes Duna-Abenteuer und machen da die Tanks wieder voll. Und da kommt jetzt gerade unsere nächste Rakete an, die wir jetzt zu unserer Minmus-Raumstation bringen, wo es Sprit abzuholen gibt, um aufzutanken unterwegs, damit es dann für den Flug nach Duna reicht in, naja, vielen, vielen Tagen. Vielen, vielen Tagen. Das heißt, Angeln nicht so toll. Ark ist sehr nice. Ja, es ist ja auch schon nicht mehr ganz so neu. Aber schön, dass ihr Spaß habt. Ihr habt da wahrscheinlich dann auch einen Community-Server, wo ihr gemeinsam spielt, vermute ich mal. Ja, vielen lieben Dank für den Host und lass es dir schmecken. Ich nehme an, du warst jetzt auch eine Weile unterwegs mit dem Stream. Von daher guten Hunger und danke für den Host. Und ja, bis demnächst mal, ne? So, wir sind gleich für unseren Burn dran. Ich muss immer noch sagen, von den Pendlerraumschiffen, das Design ist. Ich lobe mich ja selten selbst. Entschuldigung, über den muss ich selber. Den muss ich selber. Also unter der Annahme, dass ich mich selten selbst loben würde. Aber die sind echt hübsch geworden. Die sind echt hübsch geworden. Wenn die jetzt noch funktionieren, umso besser. Das mit dem nicht so oft selbst loben kam vielleicht nicht so in meinem eigenen Kopf auch nicht so überzeugend drüber. Wie ich das vielleicht gedacht hatte. So, zack. Dann haben wir das schon mal. So, wir haben jetzt, glaube ich, bis zur nächsten Rakete ein bisschen Zeit. Ach, eine Stunde. Gut, eine Stunde, um Science einzusammeln. Aber ganz ehrlich, die Science läuft uns erfahrungsgemäß nicht davon. Wir haben jetzt hier die Space Station. So, Inklinationsabweichung von 22 Grad. Das ist ordentlich. Alex Julius, grüß dich. Du hast eine ganze Weile nicht mehr eingeschaltet. Ja, kann ich dir alles sagen. Du kannst einfach Ausrufezeichen HKK2 eingeben. Das ist die aktuelle Modliste ohne die Skybox und ohne die Colonial Class Suits. Die musst du beide händisch nachinstallieren. Alles andere ist mit dabei. Und das ist die KSP-Version 1.4.5, also die nicht ganz aktuelle. Für 1.5 funktioniert das Modpack noch nicht. Für 1.5, warum macht ihr das immer, wenn ich rede? Das macht ihr doch mit Absicht. Für die 1.5 funktioniert das Modpack leider noch nicht, aber die 1.4.5 läuft auch sehr, sehr gut. Also bisher, seit ich geupdatet habe, glaube ich, keinen einzigen Crash gehabt im Stream. Läuft sehr, sehr stabil. Also gerne, gerne auf der Version ausprobieren, Alex. Und Jack, vielen lieben Dank für 8 Monate Resub und auch dein Resub geht diesen Monat natürlich ans Haus der kleinen Forscher. Und ich möchte nochmal kommentieren, wo ich dich jetzt hier sehe. Ich habe bisher im November nur gelurkt. Es ist wunderschön, dein Babyface mal wieder zu betrachten. Ich habe mich schon so auf den November gefreut. Der November ist für mich seit letztem Jahr, also zumindest habe ich letztes Jahr das erste Mal mitbekommen, wie du. Das dringend leiser stellen. Ich habe letztes Jahr das erste Mal mitbekommen, wie du beim No Shave November, Movember, also auf jeden Fall das mit dem Bart mitgemacht hast. Und habe mich schon sehr dieses Jahr darauf gefreut. Movember ist es genau. Danke für diesen Hinweis nochmal. Und ja, wie immer ein wunderschönes Bild. Dich mit Babyhaut. Oh, das ist ein bisschen viel.
im Gesicht zu sehen. Oh, das klingt jetzt auch irgendwie so massenmördermäßig, ne? Mit rasiertem Gesicht zu sehen. So ist der Satz, glaube ich, ein bisschen besser. Weil das mit der Babyhaut habe ich gerade selber gemerkt, das kommt irgendwie so ein bisschen gruselfilmmäßig rüber, als ob du dir eine Maske aus Babyhaut kaufen würdest oder bauen. Kann man sowas kaufen? Ich befürchte, das ist immer ein Bauen. Und Freaky, vielen lieben Dank für 3 Euro fürs Haus der kleinen Forscher. Vielen lieben Dank für deine Donation. Kommt auch mit in den Pott und damit stehen wir schon bei 173 Euro in Spenden plus Bits. Ich muss mal gucken, ob ich irgendwie mal eine Anzeige gebaut bekomme, wo das alles einfach gemeinsam gerechnet wird. Das würde vieles einfacher machen. So, wir haben 14 Minuten bis zum Manöver. Da vorne seht ihr schon die Space Station. Wir bleiben auf dem hohen Orbit. Das heißt nämlich auch, dass die Space Station relativ schnell aufholen müsste. Also, die fliegt jetzt sehr viel schneller als wir, weil sie ja auf einem niedrigeren Orbit fliegt. Und. Oh, Jack, sowas nicht gemeint. Die holt jetzt schon mal auf, während wir unsere Kurskorrekturen machen und dann denke ich mal ein Orbit oder sowas noch. Dann können wir sie einfangen. Ja, du kleidest dich sehr gerne in Babyhaut. Ah, schön. Schön. Ich hoffe, ich habe den ab 18 Haken noch drin von Alien Isolation. Sonst war schön mit euch. Wir sehen uns dann wieder auf YouTube. Twitch Guidelines. Manche nennen es halt eher so Richtlinien. Moment, Guidelines heißt Richtlinien, oder? Hallo Twitch. So, kurze Bremsung. Wie viel haben wir eigentlich rausgebrannt? Das ist auch nicht ohne. Es ist gut, wenn das große Tankschiff dann kommt. So, zack, Zündung. Wie läuft es denn im Emojack Space Program so? Ich bin in den letzten Wochen tatsächlich sehr, sehr wenig selber zum Twitch-Gucken gekommen. Hab selber auch kaum gestreamt. Wie läuft's bei dir im Raumprogramm? Wie läuft es? Das ist doch hier die Frage. Okay, das habe ich ein bisschen verkackt, aber nicht genug, dass es sich so lohnen würde, das zu korrigieren. So, aber ein bisschen Glück. Ein bisschen Glück können wir es dann hier drüben abfangen. Da brauchen wir noch ein paar Orbits. Gerade gar nicht. Ich habe alle Planeten einmal abgegrast. Jetzt gibt KSP-Pause, bis ein neues Konzept steht für eine neue Karriere. Ah, das Emu-Space-Programm ist durch. Ich verstehe. Vorschlag, lieber Jack. Geh mal in dich. Vielleicht wollen wir mal ein. Ich habe keine Ahnung, ob es technisch funktioniert. Aber vielleicht wollen wir mal ein. Dark Multiplayer Mod unterstütztes gemeinsames Weltraumprogramm machen. Falls wir das zeitlich hinkriegen. Das wäre doch auch mal was, oder? Nur falls du Bock hast. Denk einfach mal drüber nach. Denk mal drüber nach. Einfach mal Hashtag drüber nachdenken. Ich weiß nicht, wie instabil das ist. Bist du absolut dafür? Alles klar, dann mein Discord ruft deinen Discord an und wir klären das mal miteinander. Ob wir da irgendwie einen gemeinsamen Termin für finden. Und dann könnte man das ja so machen, dass man das im Prinzip wechselseitig streamt. Dann, ne, einmal machen wir auf deinem Kanal, einmal auf meinem Kanal und hosten uns dann einfach gegenseitig. Weil dann müssen wir uns nicht gegenseitig. Dann könnt ihr alle beisammen hocken, auch in einem Kanal und miteinander quatschen. So. Lass uns einfach mal im Discord drüber sprechen, ob wir das irgendwie zeitlich und technisch umgesetzt bekommen. Inhaltlich fände ich es auf jeden Fall sehr, sehr cool. So, was ist hier jetzt los? Ja, Close Alarm. Nee, ich jump jetzt da kurz mal rüber. Wir machen die Raumstation kurz. Das kann hier weiter rotieren. Das schadet ja nicht. Das schadet ja nicht. Schon fix für die Reputation beim DMP. Ich habe keine Ahnung. Ich habe DMP noch nie gespielt. Ich weiß, es gibt noch ein zweites mittlerweile. Also nicht DMP, sondern irgendein anderes. Ein Spin-off davon. Wo sie. Wo sie das nochmal rausgezogen haben. Und ja, Jack, lass es uns einfach Ignition mal sequence testen. start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running.
Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. Und da haben wir nochmal 25 Euro fürs Haus der kleinen Forscher. Oder Babyhaut. Ich nehme es einfach fürs Haus der kleinen Forscher, wenn es für dich okay ist, Jack. Vom lieben Jack, vielen lieben Dank. Wenn es so weitermacht, werden beide Kanäle gesperrt. Ach was, ach was. Was soll da schon passieren? Sehr schön. Vielen lieben Dank, Jack. Und damit sind wir... Es ist jetzt quasi eine Aufforderung an Donation-mäßig, wenn ich es richtig sehe. Er hat auch noch nicht umgeschaltet. Dann müssten wir jetzt 2 Euro unter der 200-Euro-Grenze. Oh, das schaltet er genau in dem Moment um. Meine Güte, das ist ja hier wie im Fernsehen. Das ist wie beim ZDF, wo das hochprofessionell moderiert und umgeschaltet wird, während der Moderator spricht. Danke nochmal an die... Mitarbeiter vom ZDF im Hintergrund. Genau, ihr könnt jetzt mit schlappen 2 Euro Donation die 200 Euro voll machen, wenn ihr das möchtet. Also lasst euch nicht aufhalten, ich mache da mal ein bisschen Wissenschaftskram, was ja auch im Sinne des Hauses der kleinen Forscher ist, hoffe ich zumindest. So, haben wir irgendwo noch Data rumliegen, die wir einspeisen können? Crewport. Leute machen schon Sinn. Hier geht ein Crewport, glaube ich. Crewport ist schon drin. Okay, ich glaube, ich habe aber auch alles tatsächlich mittlerweile reingestopft, ne? Okay, es ist auch nicht so wild. Okay, dann setzen wir uns hier einen neuen Timer für Even More Wissenschaft. Add Alarm. In 70 Tagen ist es soweit. Also nicht ganz 70 Tagen. Sehr schön. Dann haben wir jetzt mittlerweile wieder 1800 Signs. Das heißt, wenn in 7 Tagen die Make Winter Cool Again ihre Signs-Ausbeute ausspuckt, dann sind wir so weit, dass wir uns das große Sparziel kaufen können. So, jetzt muss ich mal gucken. Irgendwo hier habe ich... Irgendwo hier ist mein Auto geparkt. Verdammt. Duna Pendler Food, das muss da sein. Fangen mit Luna Multiplayer. Ich glaube, das ist der, den ich meinte, der andere. Luna Multiplayer. Whitehawk hat schon ganz weiße Haare bekommen. Ja, ein paar Kurbels sind echt schon ein bisschen lange der Strahlung ausgesetzt, habe ich so das Gefühl. Wird halt nicht besser. Wird halt nicht besser. Genau, Luna Multiplayer könnte man sich natürlich auch mal angucken. Aber wie gesagt, lass uns da in Ruhe im Discord drüber schnacken, Jack. Und ich glaube, wir haben jetzt genug Leute heiß gemacht, die sich drauf freuen. Wir können jetzt einfach... Wir können es jetzt aussitzen. Wir können jetzt mal 1-2 Jahre von der Vorfreude zehren, wie das halt auch beim guten Spielehersteller läuft. Wie das auch bei einem guten Spielehersteller läuft. Erstmal ein großes Announcement machen. Dann lässt du sie 1-2 Jahre schmoren und dann sagst du, es kommt als Mobile Game raus. Die Referenz müsste eigentlich im Moment noch jeder kriegen. Von daher lasse ich die einfach mal so im Raum stehen. So, ein bisschen müssen wir noch. Dann müssen wir hinhauen. Ah, das ist sogar schon ein Ticken zu spät. So. Salz in die Wunde. Sehr schön. Einer hat es mindestens verstanden. Oh ja, zum Release von Half-Life 3. Das würde ich machen. Oder zum Portal-Multiplayer-Modus, also MMO-Modus. Blicke ich bei den ganzen Orbits überhaupt noch durch? Das war jetzt so ein bisschen das Dudum. Freaky hat die 200 voll gemacht. Vielen lieben Dank für weitere 2 Euro, Freaky. Damit schon 5 Euro von dir in die Kasse, wenn ich es richtig im Kopf zusammengerechnet habe. Ich habe bei Mathe vielleicht nicht immer so gut aufgepasst, wie ich hätte sollen. Und damit sind die 200 Euro Donations fürs Haus der kleinen Forscher voll. Vielen lieben Dank. Vielen lieben Dank.
Dank. Das heißt natürlich für den Rest von euch, der nächste Schritt sollte jetzt rund sein. Also ich denke da so in Kategorien von 100 bis 200 €, damit wir nicht wieder aufrunden oder abrunden müssen. Nur um kurz Bescheid zu sagen. Und Lindy, ich persönlich blicke da noch ganz gut durch, ob ihr alle noch seht, was ich da eigentlich treibe, das ist wieder eine andere Frage. Ich komme ganz gut klar. Also, das ist ehrlich gesagt, saß vor dem Abflug der ersten Duna-Flotte deutlich schlimmer aus. Da waren noch viel mehr Schiffe unterwegs. Das ist fast schon wieder aufgeräumt hier mittlerweile. Fast. Fast schon wieder aufgeräumt. Und Arid, schönen guten Abend. Schönen guten Abend. So, wir machen hier das Manöverchen mal schnell. Dann haben wir noch 4 Tage bis zur Hildegard. Ja, das docken wir schnell an. Hier könnten wir den Oxidizer schon mal entsorgen. Ich weiß gar nicht. Stammt der Name aus Final Fantasy? Ich habe keine Ahnung, woher der stammt. Das war eine Zuschauerabstimmung. Ich bin weiterhin hart gegen den Namen. Das ist das neue. Ich hätte es Minmus-Pendler V3 oder so genannt. Aber das Publikum hat entschieden, dass es die Hildegard ist. Es ist immerhin nicht Tanky Mac Tankface geworden. Also man muss vielleicht auch manchmal die kleinen Dinge im Leben schätzen lernen. Es hätte auch Tanky Mac Tankface sein können. Naja. Hildegard klingt besser als meine Idee. Ja, auch du, Brutus, auch du. Habe ich verstanden. Zermedes, Zermedes, Zermedes. Ich hoffe, du hast keinen Köbel mehr auf der Warteliste. Euli. Exxon Valdez stand, glaube ich, auch zur Auswahl. Was? Minmus Tanker, bla bla bla, ist einfach. Gibt's da was? Wenn ich das jetzt anklicke, Neo, mache ich dann den Stream mit Musik kaputt? Ich bin nämlich neugierig, was du verlinkt hast. Traue mich aber nicht, es anzuklicken, wenn da Musik kommt. Nein, ich mache den Stream nicht mit Musik kaputt. Ich klicke da jetzt mal drauf. Lang. Wow, es ist so fies laut. Ich hoffe, das war für euch nicht so laut. Okay. Langweilig. Langweilig. Ja, Hildegard ist natürlich, hat viel mehr Dynamik insgesamt. Verstehe ich. Verstehe ich total. Wo ist denn das blöde Raumstationsding? Verdammte Axt. Hä? Auf der Innenseite. Innenseite. Ah. Innenseite. So. So, für alle, die das wieder mit Docking-Musik machen wollen, ist jetzt eure große Chance, die Docking-Musik schon mal einzulegen. Ich mache jetzt kurz die Angleichnummer und werde dann zu einem überaus professionellen Annäherungsmanöver übergehen, wobei wir nicht docken werden, sondern natürlich natürlich über unsere Tankstutzen arbeiten werden. Dankeschön, Neo. In vorauseilendem Gehorsam schon mal die Docking-Musik angepriesen. So. Das Design ist einfach wundervoll. Jack, was hältst du von meinem Pendler-Design für Duna? Also stell dir einfach vor, das hinten wäre weg. Also diese Stufe zählt nicht. Gib dir dieses wundervolle Retro-Design. Hier sind auch so Füße, die rauskommen, also dass die Rakete dann so steht. Und jetzt pass auf, jetzt. Ich weiß, du bist auch nicht mehr ganz so jung. Ich weiß, Jack, du hast auch schon so wie ich ein paar Jahre auf dem Buckel. Deshalb setz dich jetzt bitte gut hin, presst den Kopf fest hinten an den Stuhl, dass es dich nicht vom Stuhl haut. Pass auf, ich zeig dir mal was. Ich zeig dir mal was. Ah, es ist gut, oder? Es ist so gut. Cool wäre es gewesen, wenn ich es alles noch irgendwie auf eine Action Group gelegt hätte, aber irgendwas ist immer. Ich habe es bestimmt auch irgendwie auf eine Action Group. Ich drück mal 1. Ich glaube, ich habe es auf eine Action Group. Du, 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 du.
Ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß. So, ich fliege jetzt mal zur Raumstation. Ich habe mich schon wieder so ein bisschen in dem Spiel verloren. Die Action-Group ist das Beste am ganzen Schiff. Für euch vielleicht. Mir fällt es immer noch schwer, sie zu benutzen. Ich habe extra. Wisst ihr, ich gehöre zu den Leuten, die extra. Habe ich eigentlich All Ya All wieder installiert? Verdammt, ich habe nicht mehr. Oder All Ya All funktioniert einfach nicht. Was ist hier los? Ich meine, ich gehöre zu den Leuten, die sich statt Action Groups zu nutzen, Mod installiert haben, um alle Solarpaneele auszufahren. Von daher, ich glaube, das spricht schon Bände. So. Sehr schön. 13 Meter pro Sekunde. Das sollten wir dann nochmal mit dem Triebwerk bremsen, bevor wir mit RCS arbeiten. So wird das mit dem Spruch, ich lobe mich ja selbst, selten selbst überzeugend bringen. Das können nichts. Ja, das stimmt, Ungu. Aber das habe ich ja selber schon eingesehen, indem ich mich selbst ausgelacht habe dafür. Also ich glaube, ich habe in dem Moment, wo ich es gesagt habe, selber gemerkt, dass ich vielleicht nicht unbedingt immer zu harter Selbstkritik am Fließband neige, um es mal so zu formulieren. Vielleicht auch hier und da glaube, dass ich echt schöne Raketen baue. Aber ich denke, Einsicht ist da auch der erste Schritt auf dem sehr langen Weg der Besserung. Ich glaube, ich habe All Ya All sogar sogar installiert, dachte ich. Was mich wundert, ist, dass es gerade nicht angezeigt wird. Aber gut, ich habe eine Action Group, also nicht, dass ich darauf angewiesen bin. Ne? Und eigentlich kann man es ohne All Ya All auch viel mehr zelebrieren, dass man die Action Groups nicht benutzt. So, wo bauen wir das Ding jetzt hin? Oh, wollen wir paralleles Einparken zu dem anderen Schiff machen? Könnte man, ne? So einfach sagen, wir hauen da zwei Raumschiffe nebeneinander. Ich meine, beim parallelen Einparken im Weltall ist ja noch nie was schiefgegangen. Was habe ich denn da eigentlich rangebaut? Ach, das ist die Antenne, was so komisch aussieht. Okay. Ich würde den dann nämlich einfach hier unten drunter einparken und sagen, gut ist. So, jetzt. Locked View. Zack. Aim Kamera. So, wo sind wir denn? Wo sind wir? Wir sind hier. So. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Furzbacke! Pow! 15 Monate weiter und immer weiter. Okay. Das machen wir doch einfach so. Ich unterstütze diesen Antrag. So, und jetzt werden wir mal gucken, dass wir hier irgendwie es schaffen einzuparken. RCS an. Und da müssen wir ein bisschen korrigieren. Ein bisschen meine ich, glaube ich, eine ganze Menge. Irgendwas leckt ganz fürchterlich. Okay, jetzt habe ich Indikator. Sehr schön. So. Sehr gut. Hashtag einparken kann er. Machen wir einfach so, würde ich sagen. So, wo sind unsere Tankstutzen zeigen auch schon zur Station? Hervorragend. Ganz hervorragend. Senfsoßgrüssig. Was steht an? Wir parken gerade den zweiten Pendler, um ihn gleich an die Station anzuknüpfen. So, ich glaube, höhenflugmäßig sieht es ganz gut aus. Glaube, den können wir jetzt auf eine
einen gleichmäßigen Anflug setzen. So. Ich prüfe nur mal kurz, wie wir hier auf der Ebene liegen. Das sieht aber ganz gut aus. Genau, wenn wir das haben, werden wir, denke ich, den Zeitsprung zur Hildegard und zu den Specialized Parts machen. Dass wir einmal die Minmo Space wieder in Betrieb nehmen. Und dann, denke ich mal, sind wir so mit 1,5 bis 2 Stunden Stream durch. Dann können wir uns den Rest der Zeit mit dem IGE-Tankstellen-Konzept beschäftigen. Cooler Name. Das finde ich nicht, aber wie gesagt, wenn euch das glücklich macht, dann heißt das Schiff halt Hildegard. Ich hasse euch. So, ich glaube, so ist es ausreichend, dass wir genug Zeit haben. So, dann holen wir jetzt den Ingenieur raus. Der holt sich sein Werkzeug und vertäut das Teil. Ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht doch ein bisschen schnell nochmal, aber wir werden sehen. Discovery, nominal Mako, Ohms 1 not required. Zemitis, vielen lieben Dank für 10 Euro fürs Haus der kleinen Forscher. Dankeschön. Stiefmutter heißt so. Nee. Nee, ich weiß nicht, von wem die Stiefmutter eventuell so heißt. Meine heißt nicht so. Das muss irgendjemand anderes Stiefmutter sein. Bin ich mir ziemlich sicher, wenn dann. Meine nicht. So. Und dann einmal darüber mit dem Tankstutzen. Ich würde sagen, wir nehmen den hier mit. So. Wo bist du angedockt? Dann machen wir dich ein bisschen tiefer ran. So. Link, so. Und dann anschließen. Sehr schön. Denn die Abneigung zum Namen nur phonetischer Natur kann doch den ausgedrückter Hass nicht sein. Ich bin einfach ein Freund, auch wenn ihr das nicht teilt, und ich weiß, dass ihr das nicht teilt, weil ihr meinen Schiffen immer Kacknamen gebt, wenn ihr mal abstimmen dürft. Da bin ich einfach nicht eurer Meinung. Ich schätze und akzeptiere euch als Zuschauer. Vielleicht, man könnte sogar so weit gehen, dass ich vielleicht ein paar von euch mag. Nicht alle, so weit würde ich nicht gehen. Das übertreibt es jetzt irgendwie. Aber ein paar von euch mag ich vielleicht sogar. Und ihr wisst aber auch, dass ich einen gewissen Hang zur Ordnung habe. Also die Dinger heißen bei mir nicht umsonst immer sowas phonetisch Unschönes, aber sehr Aussagekräftiges wie Minmus ScanSat, wenn das ein Satellit ist, der Minmus scannt. Oder ein Duna-Pendler Food, weil der pendeln soll an Duna und Essen transportiert. Ich mag es einfach ordentlich. Ich mag beschriftete Schubladen, in denen ich weiß, dass Sachen drin liegen. Und Hildegard ist einfach keine Aussage zur Funktion des Schiffes. Punkt. So, da kommt mein Hass her. Also mein Hass bezieht sich nicht auf den Namen Hildegard, sondern eher auf diese emotional unvernünftige Art der inhaltlichen Einordnung dieser Schiffsfunktion.
So. Gut, haben wir das ja auch geklärt. Scheiße, ich habe den blöden Bohrer nicht zurückgepackt, weil ich mich so über euch aufregen musste. Er ist noch da, Gott sei Dank. Das wäre auch eure Schuld gewesen. Ach ja. Aber schön, dass wir mal drüber gesprochen haben. Ich glaube, aus therapeutischer Sicht war das sehr wichtig, dass ich das mal loswerde. So, zack. Zack, zack. So. Ui, der Theo kam wieder rein. So, dann holen wir jetzt, wie gesagt, die Hildegard. Nein, ich glaube, manchmal wollt ihr mich einfach in den Wahnsinn treiben. Apropos in den Wahnsinn treiben, da habe ich am Dienstag eine schlechte Nachricht für euch. Am Dienstag bin ich beruflich abends noch unterwegs. Ich habe Anwendungsentwickler gelernt, Jengsan, wenn das deine Frage ist. Also ja, deine Aussage ist nicht ganz falsch. Ich bin Dienstagabend beruflich unterwegs. Das heißt, diese Woche werden wir Alien Isolation nicht am Dienstag fortsetzen. Ich weiß noch nicht, ob ich einen anderen Termin schaffen werde für Alien Isolation. Das heißt, es kann sein, dass ich diese Woche einen anderen Termin noch finde. Wir werden es aber auf jeden Fall weiterspielen. Also spätestens nächste Woche Dienstag sollte es, also übernächste Woche Dienstag, noch ist ja Sonntag, sollte es dann wieder klappen. Aber es klappt nicht jetzt direkt den Dienstag, genau. Da bin ich leider nicht abkömmlich. So, das haben wir alles. Dann auf zum Raumschiff. Nur, dass ihr schon mal Bescheid wisst. Aber das heißt nicht, dass ich es nicht weiterspiele. Definitiv nicht. Das heißt nur, dass ich diesen Dienstag nicht weiterspiele. Jump to Ship. So, dann gucken wir noch mal zu Hildegard. Es gab ja ein paar, die gefragt haben, ja, was ist das jetzt viel größer, das Schiff, als das kleine Tankschiff? Bei ihm wäre das auch nicht die Saturn 5 gewesen, sondern die drei Typen zum Mond- und Zurückbringrakete. Tatsächlich heißen die bei mir einfach immer Carpollo oder sowas, weil alle wissen, was eine Apollo-Rakete ist. Das ist das Schöne, das erfüllt seinen Zweck. So, ist dieses Schiff größer? Ja, vielleicht. Also das hier ist das neue Tankschiff. Mit wirklich diesem Tank in der Mitte komplett, um Liquid Fuel zu transportieren und diversen kleineren guck mal, ich zeige euch das mal, diversen kleineren Hatches, um da drin noch irgendwie Sachen zu machen. Also hier ist noch irgendwie Mulch und Dünger und Monoprop und Strom, Life Support, Dünger, Life Support und. Saturn 5. Die Jungs von der NASA. Genau. Totally not von Deutschen benannt worden. Ich glaube nicht, Winter spielt nie wieder Alien Isolation. Doch, doch, doch. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich nicht die Expansions spielen werde, aber das Grundspiel, ich habe es versprochen, das spiele ich auch. Ich werde es selber hassen, aber ich werde es trotzdem spielen. Oh, wir müssen... Nee, müssen wir nicht. 19 Tage ist alles cool noch. Alles gut. Aber wir müssen dran denken, einmal zu refreshen in ein paar Tagen. Wie es denen da unten geht. So, jetzt fliegen wir aber erstmal mit dem Teil. Forschung! Muss dich bereit machen fürs Autofahren. Oha. Oha. Von welchem Mod ist der Pod von Hildegard? Das müsste Near Future Spacecraft oder... Ach nee, das ist der MK39. Ach, der Orbital Command Pod. Warte mal, ist das Near Future Spacecraft oder ist das B9? B9 Aerospace. Eins von den beiden müsste es sein. Eins von den beiden. So,
Ah, da bleibt auch noch ganz gut Fuel übrig, glaube ich. So. Auf zum Manöver. Groß. Ja, viel Spaß dir beim Autofahren. Bitte überschlag dich nicht so oft. Streamst du das auch? Und für alle, also ich glaube, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass jemand von euch den guten Emojack nicht kennt. Aber für alle von euch, die seinen Kanal noch nicht kennen, das ist der Kanal vom lieben Emojack. Schaut da auf jeden Fall mal vorbei, lasst ein Follow da. Der Jack macht im Moment zwar nicht KSP, aber hat auch lange und viel KSP gespielt. Das wird sicherlich auch mal wieder kommen und ist jetzt gerade auch ganz viel unterwegs mit Autorennen. Ich glaube mit einer Oculus, falls es eine Vive ist, schlagt mich bitte nicht. Und da guckt gerne mal dabei. Guckt da gerne mal vorbei. Und auch wenn ich mich jetzt selber sabotiere, da wird dann jetzt auch gleich gestreamt. Also schaut gerne mal vorbei. Der gute Mann ist immer ein Follow wert. Und meistens hat er auch einen Bart. Also wenn der gerade ein bisschen komisch aussieht, ignoriert das einfach. Normalerweise sieht er 20 Jahre älter aus. Er ist nicht minderjährig. Ist er tatsächlich nicht. So. Genau, und der Neo hat gerade nochmal den Kalender gepostet, den könnt ihr auch mal nutzen. Da tragen ein paar kleinere Streamer, also unter anderem Jack und ich, ihre Termine ein. Da sind auch noch ein paar andere mit drin. Ich weiß gar nicht, ob Gaming Cookie noch aktiv einträgt. Ich sehe ihn in letzter Zeit mal wieder ab und zu spielen. Der Pü spielt, glaube ich, auch noch und macht ab und zu mal Streams. Guckt einfach mal rein, der Kalender gibt euch eine Übersicht, wann da was läuft. Aber ich glaube, die einzigen beiden, die richtig fleißig sind, sind der Jack und ich mit dem Eintragen. Der Rest ist immer so ein bisschen lotterig und das treibt den Neo in den Wahnsinn. Ich war auch mal lotterig, aber das ist der Neo sehr unglücklich geworden, deshalb bin ich jetzt nicht mehr lotterig. So. Das heißt, hier kommt als nächstes die Chance. Dann machen wir das doch auch hier. Zack, zack, zack. Good enough. Sehr schön. Dann haben wir da unser Anpassungsmanöver 45 Delta V. Da müssen wir noch mal ein bisschen bremsen. Das wird schon. Das wird schon. Ich bin sehr zuversichtlich. Das ist jetzt ein bisschen arg ausgemalt, Zermides, was da genau passiert ist. Aber genau, wir haben das. Wir haben das wie Erwachsene geklärt und Neo hat mich einfach nur mit so passiver, aggressiver Hass-Nachrichten in Discord angesprochen. Sowas wie, ich hab's jetzt schon eingetragen. Und das hat mich so belastet und getroffen, dass ich es einfach irgendwann selber gemacht habe. Sag nicht, dass es nicht so war, Neo. Und ich bin ihm immer noch sehr dankbar dafür, dass er das gemacht hat bei den Malen, wo ich es vergessen habe. Aber das hat mich immer so peinlich berührt, weil der Neo kriegt ja auch nur ein sehr kleines Gehalt von mir. Also das reicht vielleicht gerade mal für ein Einfamilienhaus und ein, zwei Autos. Und das hat mich natürlich tief getroffen, ihm dafür so viel abzuverlangen. Deshalb gebe ich mir wirklich Mühe, das auch selber zu machen. So, das wird auch nur ein sehr kurzer Burn. Wir machen ihn auch gar nicht mit Vollschub. Ich bin gespannt, wie das Raumschiffchen funktioniert. Ich hoffe, ich habe das alles sauber gestruttet. Sauber genug. Völlig übertriebene Zwischenstufe hier. Aber hey, wer hat, der kann, ne?
So. Zack. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Raumstation ist hier. Wir haben einen sehr großen Orbit. Mal gucken, ob das hier schon reicht. Noch nicht ganz, aber ein bisschen später. Zack. Da passt das. In einer halben Stunde. 1,1 Kilometer. Check. Okay. Kostet auch fast nichts, das Manöver. Von daher, los geht's. Hui. Bäckchen. Schade, dass dein Internet dich nicht mag. Falls du es noch nicht gemerkt hast, ich habe heute Quality Options. Also du könntest heute runterstellen. Der Stream ist bestimmt auch in 160p total wundervoll. Entschuldigung. Ich sollte mich über Internetprobleme nicht lustig machen. Mein Provider hat gestern auch ziemlich rumgesponnen. Von daher bin ich glaube ich, der Falsche, um zu sagen, dein Internet ist schlecht. Danke fürs Vorbeischauen. Einen schönen Abend dir, Bäckchen. Und ganz liebes Dankeschön an den Krampfgarten für den Host. Dankeschön. Und ganz herzlich willkommen an dich und deine 16 Zuschauer. Und was habt ihr denn Schönes gespielt? Mensch, der zweite Host, der heute hier schon rüberschwappt. Ich rotiere hier so ein bisschen zu meinem Manöver rüber. So, und dann werden wir uns gleich reinbremsen. Schönen guten Abend, Krampfgarten. Ich weiß nicht, ob du es gerade schon gehört hast. Ich hatte einmal kurz gefragt, was habt ihr Schönes gespielt? Und vielen lieben Dank für den Host. Immer noch 14 Minuten. Es ist noch ein Stück. Bis zum Manöver. La 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 la. So, wir geben ihm dann kurz noch einen Moment, um sich auszurichten. RimWorld gab es heute. Sehr schön. Spielst du das? Also spielst du das gerade erst angefangen oder spielst du das schon länger? Ist ja auch ein krass komplexes Spiel. Ein Kollege von mir spielt das sehr gerne. Erzählt mir mal, was man da alles auch treiben und machen kann und modden kann. Ich habe es nur mal so ganz oberflächlich gespielt. So. 3, 2, 1, Risiko. Hui. So, das war's schon. Damit haben wir in knapp einer Stunde ein Encounter. Sieht gut aus. Bis jetzt bist du immer gescheitert. Ja, hervorragend. Ja, RimWorld ist halt auch echt nicht einfach, finde ich. Bis hierhin lief's ganz gut. Welchen Modus spielst du denn? Diesen ganz normalen Koloniemodus? Dann gibt es ja, glaube ich, noch den mit irgendwie niedrigen Technologielevel und 5 Leuten. Und es gibt noch einen mit, ich glaube, ein reicher Überlebender gibt es auch noch. Zumindest sind das die drei Modi, die ich so kenne. Als nicht so super professioneller RimWorld-Spieler. There it comes. Okay, 600 Meter ist auch eine schöne Entfernung. Wirklich eine schöne Entfernung, die wir da hinbekommen. Ich glaube, wir sind auch gerade unter die 2 Kilometer gegangen. Sehr gut. So, dann werden wir gleich während des Docking-Vorgangs das Triebwerk nur minimal benutzen. Ich hoffe, wir kriegen das gut mitgeschleppt. So, wir müssen eh nur 30 Meter pro Sekunde ausgleichen.
Ich hoffe, wie gesagt, dass das mit dem RCS funktioniert. Also man sieht jetzt gerade nicht so viel, das Triebwerk läuft, aber ist einfach so weit runter geregelt. Pawns aus der Community im Dschungel. Alles klar. Guten Abend, Lake Herman. Aber hatten wir uns nicht schon gesprochen? Oder galt dein guten Abend dem Krampfgarten? Oder dem Klims? Klims, schönen guten Abend. Jetzt habe ich es, glaube ich, auch umrissen, was da passiert ist im Chat. Das war vielleicht eine Begrüßung für den Herrn Klims. Guten Abend. So, jetzt brauche ich gleich mal was. Zum Andocken. Aber ich bin noch ein bisschen weit weg. Ich glaube, ich mache noch mal ein ganz klassisches Beschleunigungsmanöver. So, wir sind da eh ein bisschen drüber. Das heißt, wir machen den Schub in die Richtung. Wir bringen uns erstmal ein bisschen näher ran, bevor wir uns unlieb machen. Ja, guten Hunger, Krampfgarten. Dir auch noch einen schönen Abend und vielen lieben Dank auf jeden Fall für den Host. Und falls es noch nicht passiert ist. Ne, ist es noch nicht. Guck da gerne mal vorbei beim Krampfgarten. Lasst ein Follow da. Der gute Mann spielt unter anderem auch KSP. Zurzeit RimWorld. Auch ein kleiner, feiner deutschsprachiger Spieler. Spieler, sage ich schon. Also ein Spieler natürlich auch. Ich wollte aber auf Streamer hinaus. Was ich eigentlich sagen wollte, war Streamer. Was meistens Spielen inkludiert. Guckt da gerne mal vorbei. Lasst ihm ein Follow da. Lohnt sich auf jeden Fall auch. Und vielleicht kriegen wir ihn auch noch überzeugt, unseren Kalender irgendwann mitzubenutzen. Neo, dein Auftrag. Aber jetzt ist er erstmal essen, glaube ich. So. Sehr schön. Wir nähern uns der Station. 2,4 Meter pro Sekunde. Ich habe auch entsprechende Lichter da. Ich mache jetzt nur erstmal kurz einmal den Zeitraffer an und bring uns ein bisschen näher ran, bevor ich es abbremse. Genau, wie gesagt, das hier hinten ist eher so der Transportkram. Das werden wir gleich noch leerpumpen und dann einmal abbauen. Wir haben, glaube ich, hier oben Speichermöglichkeiten für Material Kits, meine ich. Sonst wäre es sehr schade drum. Aber dann ist das so. Hauptsache es ist weg. So, gedockt wird, denke ich, hier. Da ist auf jeden Fall Platz. So, dann werde ich jetzt einmal ein bisschen auf die Bremse treten, um uns auf eine angenehme Geschwindigkeit runterzubringen. Auch hier jetzt wieder die Möglichkeit, sich Docking-Musik einzuspielen, wenn man das möchte. So, und ich glaube, wenn wir so auf ein Meter pro Sekunde runter sind, werde ich mal die Drehung machen und gucken, dass ich das mit RCS gleich korrigiere, weil an sich ist der Anflug nicht schlecht und es wäre schade, die ganze Geschwindigkeit aufzurauchen. Zack. Können wir hier optisch hin? Thank you. So. So, das heißt, wir gehen ein bisschen zu weit links. Das ist okay. Das können wir klären. Guck mal, ich mache jetzt hier nämlich nicht die ganz hart brutale Variante, sondern ich bringe uns in einen Anflug, der die Geschwindigkeit nutzt, die wir schon haben. Und ein bisschen rüber korrigiert. Das sieht doch ganz gut aus. Benutzt du beide an für Docking Pods? Ja, tatsächlich. Allerdings ist es so ein bisschen zwangs... Discovery, nominal Mako, Ohms 1, not required. Hoppla. Da habe ich mich kurz ein wenig gehörsturzt. Das ist ein bisschen dem geschuldet, dass... ich bin zu schnell. Das ist ein bisschen dem geschuldet, dass die Shielded Docking Pods, die ich manchmal auch verwende, halt einfach nicht als Construction Pods verfügbar sind. Deshalb zum Beispiel habe ich auch normale Docking Ports. Ich benutze aber relativ viel die Construction Ports, muss man dazu sagen.
Und das ist jetzt auch ein Schiff, was Construction Ports benutzt. Senfsoße, vielen lieben Dank für 269 Bits, mit denen du meine Gehörgänger ein wenig verjagt hast. Auch die gehen natürlich in den Pool. Ich muss mal, ja, wie gesagt, ich muss mal gucken, ob ich irgendwie die Bits und die Donations angezeigt bekomme. Das wäre ein bisschen cooler. Ansonsten könnt ihr oben ein bisschen die Top-Donations zusammenzählen. Was ist das für eine KSP-Version? Somnus, das ist die 1.4.5 mit ziemlich vielen Mods. Also, wenn du wissen willst, was für Mods alles drin sind, kannst du Ausrufezeichen HKK2 eingeben. Dann kriegst du eine Seekan-Liste. Das ist so ein Tool, mit dem kann man sich selber auch Mods runterladen und zusammenstellen. Da habe ich mein Modpack mal zusammengepackt und basieren tut das aber auf der KSP-Version 1.4.5, also die nicht ganz aktuelle. Momentan ist 1.5.1 aktuell. Die benutze ich aber noch nicht, weil noch nicht alle Mods dort funktionieren. Was ist ein Bit in Euro umgerechnet? Ein Bit ist so ungefähr ein Cent, meine ich. 1,1 Cent, irgendwie so. Also 100 Bits entsprechen in etwa einem Euro, meine ich. Also von dem, was bei mir ankommt, im Kaufen sind sie, glaube ich, ein bisschen teurer. Also, gut, ich glaube, das hat sich auch jeder denken können. Das ist, dass die Amazonier da auch was dran verdienen wollen. So. Ich glaube, von der Höhe her sieht es fast gut aus. Ah, ne, kann ruhig noch ein bisschen steigen. Okay, können wir also so bleiben. Okay, ich mache jetzt mal das Dockinglicht an. Ich bin gespannt, wie das funktioniert. Ich hatte die extra ein bisschen runtergeregelt. Machen trotzdem noch echt fies hell. Sieht schön aus hier, wie so ein richtiger Spaceport. So außen die Schiffe zum Andocken, zum Auftanken angedockt. Jetzt kommt hier die Hildegard. Und wie man sieht, ist die Hildegard an sich gar nicht so viel größer als das andere Schiff. Nur ist das andere Tankschiff, hat halt seine außenliegenden aufblasbaren Tanks, ist aber vor allen Dingen mit dem Hitchhiker Storage Container auch darauf ausgelegt, halt insgesamt diese Crew-Rotation vornehmen zu können. Deshalb bleibt es auch hier. Dieses Schiff hat nur einen zweiten Sitz, um jemanden mal mitzunehmen, wenn wir einfach nur einmal austauschen müssen wegen medizinischen Notfällen oder so. Ist aber ansonsten eher darauf ausgelegt, wirklich nur Treibstoff zu transportieren. Was einfach, glaube ich, schon mal einen großen Unterschied macht in der Betankung, die wir vornehmen können. Weil in der Mitte halt ein riesiger Treibstofftank sitzt. Doppelte Kapazität. Ich glaube sogar deutlich mehr. Ich glaube die dreifache, mehr als dreifache Kapazität. Das ist 3200 Fuel. Wir hatten vorhin gesagt, der kleine Tanker hat nicht ganz 1000 Liquid Fuel mitgebracht. Das Ding ist spezialisiert auf Liquid Fuel. Das heißt, ich habe nur hier außen in den Gondeln Oxidizer-Möglichkeit. Das heißt, sollten wir größere Mengen Oxidizer transportieren müssen, gibt es immer noch das andere Raumschiff dafür. Also ihn hier. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Nein! Von daher, warte, um den Satz kurz zu Ende zu bringen. Ja, sehr viel mehr Tankkapazität, aber spezialisiert auf Liquid Fuel. Okay, Crazy, vielen lieben Dank für den 10. Monat in Folge und ein Tier 3 Sub, der Robert Wurm kehrt zurück. Ich weiß, was als nächstes passiert, deshalb habe ich so Nein geschrien. Nicht, weil ich prinzipiell dagegen bin, Abos zu bekommen, sondern weil ich weiß, was gleich passiert. Da hat sich was geändert. Hat jemand seine Makros noch nicht angepasst, hä? Sehr schön. Okay, vielen lieben Dank, Crazy. Vielen lieben Dank für das Tier 3 Resub. Und auch das geht natürlich in die Summe an das Haus der kleinen Forscher. Der Bot hat es auch direkt geahnt, dass ich das sagen wollte. Und hat es mal gepostet. Crazy, ein Hinweis für dich noch. Der Baloo war gestern hier und hat nach dir gefragt. Ich glaube, der sucht dich. Warum auch immer, das kann ich dir nicht sagen, aber ich glaube, der hat sich Sorgen um dich gemacht, weil er dich schon lange nicht gesehen hat oder so. Ich weiß es nicht. Also, falls du mit dem Baloo noch nicht gesprochen hast, sag dem lieben Baloo mal Hallo, damit er ein Lebenszeichen von dir hat. Zumindest hatte er mich gestern
gefragt. Okay, dann hat er vielleicht einfach nur so gefragt. Dann ignoriere alles, was ich erzähle. So, das soll es gewesen sein. Ah, perfektes Docking. Perfecto Docco, Sí, perfektes Docking. So, sehr schön. Dann können wir jetzt hier den Treibstoff nämlich rausnehmen. Wir haben noch ein bisschen Zeit, glaube ich, bis die Specialized Parts ankommen. Ja, und dann zerlegen wir das Teil und dann sind wir einsatzbereit mit dem Ding. Das hier kann prinzipiell hier erstmal rein. In und in. Sehr gut, das kriegen wir auch komplett rausgepumpt. So, haben wir hier irgendwo einen Container überhaupt für Material Kits? Ich glaube nämlich nicht. Ich wüsste nicht wo. Nö. Ist egal. So, jetzt heute darf mal jemand anders raus. Einer der Wissen. Ach komm, Tobs mit seinem wundervollen Schnurrbart. Der Tobs darf heute mal raus. So. Und zwar Rakete kaputt machen. Rakete kaputt machen ist natürlich ein super Hobby. Das kann zum Glück jeder körbeln. Deshalb macht er jetzt mal Rakete kaputt. Ich befürchte, wir können die Parts gar nicht speichern, aber es ist halt einfach so. Wieso verdreht sich der? Was? Was verdreht sich denn? Der Robotwurm. Ja, da ist er wieder. So, einmal zerstören. Na? Oder können das? Ich wollte schon sagen. Das waren viele. Ach nee, den kann ich noch nicht zerlegen. Da muss ich erst die Antenne wegmachen. Boom. Ja, kein Recycled Space mehr. Ich glaube, jetzt ein bisschen hatten wir jetzt hier in dieser Rakete gespeichert, aber... Ja, ich kann damit halt nichts mehr anfangen jetzt. So, ich bin am Überlegen, ob wir den Dockingport nicht... Ach, scheiß drauf. Weg damit. So. So. Ich habe kurz überlegt, ob ich noch einen Ingenieur hole und einen Abbauer, aber hey, was soll er jetzt? Das ist übrigens meine Landelampe, auf die freue ich mich schon sehr. Also wer sie nicht gesehen hat, das hier ist meine Landelampe. Das ist eine wirklich sehr weit hochskalierte, runde Lampe. Und sie wird Minmus in feinstem Licht erstrahlen lassen. Ich denke, selbst tagsüber kann man damit die Landezone noch besser ausleuchten als mit der Sonne. Das wird awesome. Das wird richtig awesome. So, zack, rein mit dir da. Danke fürs Zerlegen. So, und dann könnten wir einfach zu den Specialized Parts vorspringen. Oder wir könnten auch direkt eine Landung schon mal machen. Läuft hier eigentlich die Wissenschaft? Ja. Ist das eigentlich eingespeichert? Muss Space Station. Ich würde sagen, wir machen kurz eine Landung mit dem guten Mann. Dann haben wir das nämlich schon mal durch und einmal getestet, ob die Kiste funktioniert, weil wir haben eben ein bisschen Wartezeit. So, derweil könnten wir diese beiden Tanks Liquid Fuel mäßig einfach mal vollpumpen, glaube ich. Hoffe ich. Mal gucken, wie weit wir kommen. Weil wir wollen ja nicht bei der Landung das Gewicht mitnehmen. Das ist ja der Tank, den wir unten füllen wollen. Und ja, das ist die Landelampe. Andere Projekte benutzen solche Lampen natürlich in Form von Lasern, um ganze Lichtsegelflotten anzutreiben. Wir nicht. Wir arbeiten hier ganz vorschriftsmäßig. So, jetzt können wir mal gucken, ob wir eventuell... Ah, ich glaube, das kriegen wir voll insgesamt. Ich glaube, die Dinger sind wir dann auch los. Sehr schön. Sehr begrüßenswert. Der war sogar schon voll. Ja, sehr schön. Dann sind die beide auch abflugbereit, ne?
können wir die ja eigentlich auch gleich losschicken. Du verschiebst das. Na, ich bin Dienstag nicht da, crazy. Also ich kann Dienstag einfach nicht streamen. Deshalb klappt das diese, also jetzt die Woche, die kommt, am Dienstag nicht. Aber vielleicht schaffe ich es einen anderen Tag die Woche zu streamen. Das weiß ich noch nicht. Sonst halt nächste Woche Dienstag. Zack. Ich verschiebe jetzt mal den Luis in sein neues Schiff. Ich hoffe, er mag es. So, und dann müssen wir ja nochmal gucken. Ich fülle nochmal das Monoprop auf. Das ist ihm, glaube ich, zu viel. So, wo ist er denn? Da ist ein Tank. Da ist ein Tank. Und hier ist mein Vorrat. Irgendwo. Wo ist das Schiff? Da. Ich habe hier nämlich noch einen echt großen Monopropellant-Tank. Da kann eine alte Frau noch lange Monopropellant draus stricken. So lange bleibt das Schiff da auch gedockt. Hervorragend. So, Monopropellant ist gefüllt. Das heißt, wir können Luis jetzt auf den Weg schicken. So, Luis, dein neuer Arbeitsplatz. Ich hoffe, du magst ihn. Wenn nicht, hast jetzt einfach auch mal Pech gehabt. So, Licht kurz aus. SRS an, RCS an und Rückwärtsgang rein. Luis ist das erste Mal mit seinem neuen Schiff unterwegs. Ich teste mal, ob das Gear sauber anspricht. Ah, das wird auch richtig gut. Ja, das optische Phänomen hatten wir schon mal mit den Beinen, hat dann aber ganz gut funktioniert. Schauen wir mal. Irgendwie ist das perspektivisch gerade verzerrt, mein Bild, oder? Geht das nur mir so? Irgendwie sieht das gerade ganz komisch aus. So als ob die getrunken hätten, die Kerbals. So am Bildrand. Guck mal, achtet mal auf Kerbin da. Ganz eigenartig, wie so ein Fischglas. Wisst ihr was? Ich würde mal vielleicht einen ganz kurzen Neustart von KSP machen. Einfach weil das komisch ist. Ach, scheiß drauf, wir fliegen jetzt einfach, oder? Ich mache noch die Landung und danach können wir es ja korrigieren mal. Alt plus Mausrad oder so. Es wird auf jeden Fall schlimmer dadurch. Es zoomt einfach nur rein. Aber ist jetzt besser? Gefühlt schon, ne? Gefühlt ist es besser. Kerbin sieht wieder rund aus. Ich glaube, das war's. Ich glaube tatsächlich, das war's. Im Stream sieht's auch okay aus. Ja. Ja, ich glaube, es ist wieder okay. Es ist wieder okay. Wir müssen hier gar nichts neu starten. Alles ist gut. Alles ist gut. Alles ist ganz hervorragend. So. Station. Möglichst bald. Add-Manöver. Zack. So, wir müssen ziemlich hart angleichen. Ja, vielleicht nicht so hart. So, irgendwie. So, da sind wir dann in 12 Minuten. Bis dahin dreht sich das noch. Das lassen wir einfach mal so. Sehr schön. Okay, wir wollen dort lang fliegen. Ist dort irgendetwas? Wie sieht es an deinem Arbeitsplatz aus? Sehr schön sieht es an deinem Arbeitsplatz aus. Hervorragend. Nur relativ wenige nicht funktionale... Was? Ja. Check. Hübsches Cockpit. Sehr hübsches Cockpit. Da wäre noch Platz, um jemanden mitzunehmen. Sogar mit Anschnallsystem und allem drum und dran. Hübsche Schüchchen an der Luis. Alles sieht gut aus. Master, Slave 1, Slave 2, alles funktioniert. Hervorragend. Das heißt, wir können jetzt eigentlich schon mal unsere Triebwerke zünden.
Wir sind vorbereitet. Der Burn kann jeden Moment losgehen, wenn wir das erste Mal in Action gehen mit Louis' neuem Tankraumschiff. Ich bin sehr gespannt, wie sich so schlägt in seinem ersten Flug. Und dann geht's direkt schon mal runter nach Minmus. 3, 2, 1, Zündung! Moment. Das neue Raumschiff muss man sich erstmal dran gewöhnen, dass das alles ein bisschen anders ist. Hups. Aber sah schön aus. Okay. Sehr schön. Mit 2500 Liter wie kommst du zweimal runter und wieder hoch? Ja, nein. Du musst bedenken, dass natürlich die Delta V massiv sinken werden, sobald wir hier eine starke Zuladung machen. Also da geht noch was. Da geht noch was. Wir müssen halt erstmal den ersten Flug machen, um zu gucken, wie viel Delta V eigentlich wirklich übrig bleiben. Wenn wir nachher mit einer vollen Ladung zurückfliegen. Der wichtige Part ist nämlich, dass wir von dem Weg nach, von unten nach oben mit voller Last und leer wieder zurück. Da können wir ein Gefühl für entwickeln. Vielleicht wird es irgendwann sogar so sein, dass wir einen Tank noch umstellen. Mal gucken. Das sind jetzt Erfahrungswerte. Wir müssen aber, wie gesagt, einen Volllastflug hoch und ein leicht beladener Flug wieder runter. Also zum Beispiel sowas wie, das habe ich jetzt total vergessen, aber wir könnten zum Beispiel Mulch von oben mitnehmen, um es unten in die Produktion einzubringen. Sollten wir beim nächsten Flug auch machen. Deshalb gibt es den Mulchtank jetzt, dass wir beim Pendeln quasi Kacker mitnehmen. Um es mal ganz erwachsen zu sagen, wie es ist. Oh, was ist denn hier eigentlich los? Eieieiei. Eieieiei. Sehr schön. Okay. Sicherheitsleuchten sind an. Genau, ich kann Food, ich kann Supplies, ich kann Fertilizer transportieren. Ich habe auch ein bisschen Fertilizer mit dabei. Den werde ich jetzt unten gleich mal... Nee, unten muss ich den nicht abliefern. Den hätte ich oben lassen können. Verdammte Axt. Genau, Fertilizer ist genau für die Gegenrichtung gedacht. Naja, wir üben das noch mit dem neuen Flieger, so wie Louis das auch noch übt. So, und ich muss mal gucken. Wir kommen fast ein bisschen spärlich rein. Ist nicht ganz, was ich will. So, wie weit ist das noch? In Minuten 4. Das können wir ein bisschen länger ziehen. Ich glaube, so sind wir gar nicht schlecht unterwegs. Schauen wir mal. Wir werden gleich noch ein bisschen härter bremsen. Ich sag, gerade den ersten Anflug will ich ein bisschen kontrolliert machen, um sicher zu gehen, dass wir keinen Blödsinn bauen.
So, Anflugwinkel sieht gut aus. Licht an. Beine raus. Ich bin gespannt. Wir sind noch ein bisschen schnell unterwegs. So. Okay, wir sind jetzt ein bisschen seitlich ab. Das können wir aber korrigieren. Und ein bisschen unseren Flugvektor verlängern. So müssten wir eigentlich ganz gut reinkommen. Also ich mache halt keinen harten Suicide Burn beim ersten Anflug. Das ist mir dann doch ein bisschen zu tricky. So, ich glaube, jetzt müssten wir ganz gut unterwegs sein eigentlich. Ja, soweit er das prognostiziert, irgendwo hört halt die Kurve auf. Wir werden es sehen. Ich mache den Suicide jetzt in dem Anflug mit 1000 Meter Puffer. Das sollte eigentlich locker reichen. Wir haben eine Thrust Weight von, ich denke mal, gleich noch guten 9, wenn wir auf der Höhe sind. Deshalb, ich nehme mir jetzt 1000 Meter Puffer raus, einfach um sicher zu gehen, falls da irgendwas nicht richtig kalkuliert, dass wir nicht total hart aufschlagen. Wir haben noch 76 Meter pro Sekunde zum Boden. Wir overshooten auch hart, oder? Ne, das ist eine Funkverbindung. Ganz schwer einzustufen gerade. Ah, wir haben gerade Lag. Das glaube ich. Der lädt gerade die Basis. Da ist er. Okay, ich hau jetzt die Bremse rein. So, ich glaube, wir kommen gut rein. Wir sind relativ weit runter schon. Ich gehe jetzt ein bisschen näher an den Puffer ran. Ich gehe mit 200 Meter Puffer in den Suicide Burn. Das müsste ganz gut hinhauen. Und sollte uns immer noch ausreichend Platz geben. Sieht gut aus. Also er kalkuliert gut. Er kalkuliert gut. Ich nehme ein bisschen Schub raus, damit wir einen sinnvollen Abstieg haben. Gut aus. So, jetzt schauen wir mal, wie das Triebwerk, also wie das Landing Gear funktioniert. Komm schön langsam rein. Und aus. Das ist ein bisschen weich, ne? Das ist ein bisschen arg weich. Aber es steht. Das ist das Wichtige. Also es drückt sich rein, es bleibt stehen und es kippt nicht weg. Also für eine saubere, weiche Landung reicht das völlig aus. Jetzt muss man mal gucken, ich bin knapp bei 120 Meter, ob das reicht, um mich zu betanken. Mulch kann raus. Supplies können potenziell rein. Fertilizer. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed.
Mr. Sape, vielen lieben Dank für dein Abo und auch dein Abo geht rein in den Topf des Hauses der kleinen Forscher diesen Monat. Vielen lieben Dank dafür und ganz viel Spaß weiterhin beim Zugucken. So, wir können Liquid Fuel potenziell voll machen. Achso, der ist gesperrt, ne? So. Und Oxidizer nehmen wir halt mit, was wir kriegen können. So, Monopropellant. Oh, oh, irgendwas. Irgendwas mit der Dämpfung rastet gerade aus. Alles ist cool, alles ist cool. Schauen wir mal, was die... Ich teste das jetzt mal, was die sagen, weil wenn nicht, haben wir ein Problem, dann können wir die so nicht benutzen. Hervorragend. Ja, vielleicht kann sich das ein Ingenieur mal angucken. Wir gucken mal. Vielleicht muss da mal kurz jemand mit Erfahrung ran. Luca, der alte Rotschopf. Der hat auch Equipment mit dabei. So. Auf Minmus laufen die ja sehr selten. Hör auf, mit deinen Füßen den Boden zu berühren. Das gehört sich nicht. So, schauen wir mal. Das funktioniert mit der Dämpfung nicht so gut. Also es ist nicht so wild, weil, wie gesagt, ich bin langsam genug unterwegs auf Mimus. Ich kann auch auf den Triebwerken landen. Das macht die Rakete jetzt nicht funktionsunfähig. Aber geil wäre es schon, wenn man auf den auf den Landebeinen landen könnte. Ja, ich kann sie immerhin disassemblen. Schön. Buh, buh, buh. Nope, kann man nichts ändern mit dem Ingenieur. Dem Ingenieur ist dies zu schwör. Na gut, das war's dann wohl nicht. Ärgerlich, dass die Beine da so Probleme machen. Aber wir können sie ja dann immer für die Landung nutzen und danach uns auf die Triebwerke ablassen. Ist ja jetzt kein Riesenweltuntergang. Okay, das heißt, wir können jetzt runter, zurück, zack, zack, zur Raumstation. So, sind jetzt voll betankt und dann haben wir noch 1217 Delta wieder. Sieht das schon ganz anders aus. Passt aber insgesamt immer noch. Also ein paar Sachen kaspern an dem Schiff ein bisschen rum, ne? Wundert mich, dass dieser Sticker so Probleme macht. Da ist doch gar nichts. Also ja, das ganz normale Missionsemblem. Okay, wir starten jetzt erstmal Richtung Raumstation zurück und liefern unseren Kram ab. Das ist mal ein Landesscheinwerfer, oder? Ist immer noch hell.
Ja, das mit den Beinen ist ein bisschen ärgerlich, muss ich sagen, aber ist auch eher so ein Design-Ding. So, wir gehen jetzt erstmal 15 Kilometer hoch. Ich denke, das reicht. Sehr schön, okay. Schauen wir mal. Ba, 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 ba. Das Target, genau, da ist er noch ein bisschen weit drunter, das ist auch nicht so wild. Dann machen wir hier die Angleichung. Schwupp. So, haben wir da die Angleichung. Und dann machen wir noch einen Orbit draus. Und da sind wir schon bei der Station. So, und dann müssten wir die Specialized Parts in Empfang nehmen. Ja. Da würde ich mich dann zumindest nach dem Docking mal drum kümmern, dass wir die jetzt abholen. Hashtag Schnorpel. Ja, Landebeine sind nicht schön. Landebeine sind eine ganz fürchterliche Erfindung. So, aber damit haben wir schon mal eine ganz andere Möglichkeit zur Verfügung. Eine ganz andere Möglichkeit zur Verfügung, um Treibstoff zu transportieren. So, damit haben wir das. Und jetzt müssten wir mal wahrscheinlich ein bisschen unseren Orbit nach draußen ziehen, damit wir nicht hart abstürzen. Guten Abend, Hörnchen. Ist das die Station, auf der das Alien dann rumrennt? Nein. Nein. Nein, nein. Das sieht nur so aus, als ob wir abstürzen. In Wirklichkeit. Ist das ein Lampentest? Aber auf 8000 Meter Höhe erkennt man es noch nicht wirklich, finde ich. Oder? Erkennt ihr einen Unterschied? Also ich sehe nichts. Ich sehe keinen Unterschied. So, wir sind jetzt hier. Zack, dann müssten wir doch eigentlich ist relativ gut. Da ist die Station schon vor uns. Ne, noch vor uns. Wir wollen ja einholen. So rum ist richtig. Zack, bisschen mehr Schub. Hervorragend. Machen wir das so. Hervorragend. Haben einen ganz interessanten Drehpunkt, finde ich. Aber das könnte an unserem Kamera-Aim liegen. Ich hoffe, das liegt an unserem Kamera-Aim.
Irgendwie liegt es nicht an unserem Kamera-Aim. Sehr eigenartig, über welchen Schwerpunkt sich unsere Rakete da dreht, aber wir nehmen das mal so hin. So, Ausrichtung zum Manöver. Und dann gibt es eine Zündung in 3, 2, 1 und los. Oh, 0,0, Freunde. Auf den Furzel-Delta-Wiechen-Bruchteil genau. Das ist ein Fachbegriff. So, Zeitraffer. Du gibst da aber an. Ja, ein bisschen vielleicht. Vielleicht ein bisschen. So. 400 Meter kommen wir ran. Ups, es stockt etwas. So. Target 8,7 Meter pro Sekunde. Das sieht auch ganz gut aus. Ich würde sagen, wir bremsen das gleich noch ein bisschen runter. Und korrigieren das im Zuge dessen auch ein bisschen. So, weil wenn wir schon bremsen, dann bremsen wir wenigstens so, dass wir auch noch näher an die Station kommen. Hervorragend. So, und jetzt machen wir den Anflug etwas langsamer. Ich würde mal sagen, so auf 3 Meter pro Sekunde. Was ist eigentlich aus deinen alkoholischen Getränken geworden? Die stehen unten in der Bar. Ich habe gerade. Ich bemühe mich gerade ein wenig bewusster mit manchen Sachen umzugehen. Also, die sind nicht alle. Aber ich habe gerade für mich so eine kleine, ich hatte das glaube ich letzten oder vorletzten Stream auch schon mal gesagt, so eine kleine Pause eingelegt beim Streamen abends was zu trinken, weil ich nicht möchte, dass das zu einer Gewohnheit wird. Und jetzt gerade bin ich auch dabei, ein paar andere Dinge auszuprobieren. Bemühen klingt nicht so überzeugt. Naja, bemühen ist... Ich möchte halt einfach nicht, dass es zur Gewohnheit wird, dass wenn ich Sonntagabend streame, ich irgendwie ein Glas Whisky dazu trinke, weil solche Gewohnheiten sind halt leider ein sehr sicherer Weg in die Sucht. Deshalb pausiere ich das gerade ganz bewusst einfach mal und probiere andere Dinge. Nein, also abseits vom Alkohol probiere ich auch andere Dinge ein bisschen besser in den Griff zu bekommen in meinem Leben. Und das ist halt, wie gesagt, eine Sache davon, nicht so regelmäßig Alkohol zu trinken. Und auch wenn man da immer herzlich drüber schmunzelt, aber Gewohnheiten sind halt immer so ein bisschen dieser Weg, sich dann irgendwann was aufzusacken, was man vielleicht in seinem Leben nicht haben möchte. Und deshalb ist das, glaube ich, ganz gut, das mal ein bisschen zurückzuziehen. Aber der Tag wird auch wieder kommen, wo ich mal abends im Stream was trinke. Mit euch zusammen. Aber wie gesagt, gerade pausiere ich das ein bisschen. Ihr möget es mir nachsehen, weil das ist... Was fliegt denn da noch rum? Das ist eine sehr gute Frage. Irgendwelches Debris. Irgendwas, was irgendwo übrig geblieben ist. Habe ich wohl nicht gut genug weggeschossen. Es kommt gerade wieder zurück. Ärgerlich. So. Zack. Dann möchte ich gerne mich ausrichten auf das Teil. Und das Docking beginnen. Möge das Docking beginnen. Zack. Zack. So, ich glaube, höhenmäßig stehen wir ganz gut da. Bisschen schnell sind wir unterwegs, ne?
Einen viel seitlichen Drift drin. Danke, Lake Kerman, macht das gerne. Passen. So, wir kommen noch mit 1 Meter pro Sekunde drauf zugerast. Das ist immer noch relativ schnell. Aber ist, glaube ich, okay. Wir haben auch noch 60 Meter Zeit. Das sollte ganz gut klappen. Also man merkt auf jeden Fall jetzt mit dem ganzen Sprit drin, das Docking ist schon ein bisschen anders. So, lass mal gucken. Moin, was hast du verpasst? Wir haben ein bisschen Docking, ein paar Sachen betanken kurz, aber im Großen und Ganzen. Wir haben jetzt nicht eine neue Flotte losgeschickt oder so. Also hinten siehst du die 2 Pendler, die sind an der Minbus-Station angedockt, die sind auch mittlerweile betankt. So, wir müssen jetzt langsam mal ein bisschen Speed rausnehmen. Sonst wird das ein Einschlag und nicht ein Docking. Aber im Großen und Ganzen Vorbereitungsarbeiten halt. Wir werden nachher noch die Ike-Tankstelle beginnen zu bauen. So, festgerüsselt. Das hat einen Moment gebraucht. Sehr schön. Gut, dann können wir doch eigentlich die Dinger auch erstmal kurz wegjagen, oder? Dann haben wir das Problem schon mal gelöst, weil die sind eigentlich vorbereitet. IVO. Kannst du die direkt von hier? Nö, natürlich nicht. Das wäre jetzt auch zu einfach. Ich mache die kurz beide los in einem Abwasch. Genau, der Ring ist Solarenergie, wenn du den da meinst. Damit holen die sich Strom. Das sind ausfahrbare Solarzellen, die so ringförmig angeordnet sind. So, jetzt müssen wir schnell wieder rein, weil ich muss jetzt beide Schiffe entfernen. Zack. Board. So. Wo ist denn der Orbit? Grob die Richtung, ne? Das ist ja prinzipiell nicht schlecht. Geben wir jetzt erstmal ein bisschen Schwung mit, um sich schon mal zu verabschieden. So. Du kannst auch dich auf den Orbit ausrichten. Komme ich da dran vorbei oder wird das zu knapp? Sieht ja eher nach ich pack mal ein bisschen aus. So. Hier ist richtig Action an der Raumstation. Umgedockt und abgedockt und irgendwo hingeflogen. Eieiei. Ja, ich hoffe, dass hier die Beine besser funktionieren, ey.
Wie so eine LKW-Karawane, die abfährt. Bisschen. Kann eben nämlich schon mal folgen. Bisschen braucht er noch, um dran vorbeizufahren. Ich glaube, jetzt müssten wir eigentlich free of anything sein, bis ich da ankomme. Das heißt, wir machen hier jetzt auch mal den Vorwärtsgang rein. So, das müsste eigentlich dafür sorgen, dass da keine Missverständnisse entstehen. Sehr schön, dann können wir ihn mal hochbewegen in den Orbit. Sehr gut. Jawohl. So, können wir noch umschalten oder ist schon zu spät? Sehr gut. Okay, hier sind wir auch free. Dann Feuer frei. Die Karawane zieht weiter. Erstmal müssen wir Manöver setzen, ne? So, jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken, dass hier keine Kollision draus wird, aber sieht, glaube ich, ganz gut aus, dass wir dran vorbeifliegen, oder? Ja. So, die verlassen jetzt beide Duna. Das heißt, wir können oder den Duna. Den niedrigen Duna-Orbit. Heißt, wir können jetzt zeitraffermäßig eigentlich zum Manöver gehen. Wann ist denn Duna Teil 2? Da unten sieht man es, 407 Tage. Bis das nächste Startfenster kommt. Die verlassen nicht Duna. Nee, die verlassen nicht Duna, die verlassen Minmus. Den Minmus-Orbit, auch nur den niedrigen Orbit. Die gehen in einen Warteorbit für den Abflug nach Duna. Das trifft es am ehesten. Das ist, glaube ich, die saubere Formulierung. Saubere Formulierung. So. So,
gibt es gleich eine ganz kurze Zündung. Dann haben wir hier den Orbit auch eingenommen. Dann können wir direkt rüber zum Duna Pendler Food. Und dann kommen die Specialized Parts, die wir runter zur Minmus-Basis bringen. Jetzt wollte ich schon wieder Duna sagen, aber es ist natürlich immer noch die Minmus-Basis. So. Der hat seinen Orbit. 144 zu 100 bla. Das passt. Jetzt geben wir dem noch... wo ist denn sein blöder Probe-Core? Irgendwo hast du einen Probe-Core, das weiß ich. Wo habe ich denn den reingebaut? Das kommt jetzt davon. Die Rache. Die Rache des Probe-Cores. Was kommt davon? Kann ich jetzt nicht renamen. Ist jetzt so. Müssen wir alle mit leben. Das ist die Rache. Irgendwo da drin ist ein Probe-Core verbaut und jetzt kann ich den nicht anklicken. Unterhalb der Batterie? Ja. Mal gucken. Ich habe hier nochmal ein baugleiches Modell. Mal sehen, wie das funktioniert. La 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 la. Unterhalb der Batterie, sagtest du? Oh ja. Rename Vessel. Ready. So, zack. Ja, über die Tracking-Station kann man sie alle spätestens einfach umbenennen, genau. So, Freunde. Jawohl, Delete on Close. So, auch hier eine kurze 3-sekündige Zündung insgesamt. Ja, nicht wegdrehen, bleib mal ausgerichtet. Und dann haben wir auch hier... die Kiste auf Kurs nach Duna. Auf Kurs auf den Orbit und fertig für Duna. Meine Güte. Es ist einfach nicht sinnvoll, was ich erzähle gerade. Dann kommen wir zu den Specialized Parts. Ich hoffe, dass wir damit die Bohrer wieder in Betrieb nehmen. Ich habe das noch nie in echt gemacht, die dann umzubauen vor Ort. Ich habe nur letztens rausgefunden, dass man Specialized Parts dafür braucht. Weil ich es nicht machen konnte. Ich hoffe, es fehlt dann nichts anderes mehr. So. Das heißt, das finden wir jetzt gleich raus als nächstes. Ich mache aber vorher eine ganz kurze Pause. Ich würde gerne einmal kurz, naja, ihr wisst schon, Stoffwechselfunktionen und so weiter. Das heißt, für euch 2-3 Minuten Pause. Wir haben es jetzt 20.20 Uhr. Ich denke mal 20.25 Uhr machen wir spätestens weiter. Bis gleich und kurze Bio-Break für alle Beteiligten. Tschüss.
So, da bin ich wieder. Sind das alles Landeraketen? Ja, das sind alles Raketen, die auf Duna landen können sollen, wenn sie dann mal da sind. Die eine Rakete ist für, ich glaube, das müsste auch die hier sein. Genau, Supplies und Fertilizer, also quasi Dünger und Versorgungsgüter hin und her fliegen. Und die andere hat Machinery Parts und Material Kits, glaube ich, die sie verbringen kann. Ich meine, so ist das aufgeteilt. So, wir gehen jetzt zu den Specialized Parts. Ich muss mal gucken, ob wir da noch eine Correction machen können. Die Specialized Parts können eigentlich direkt zur Landung ansetzen. Ist auch nur eine sehr kleine Rakete eigentlich. Also zumindest der Part mit den Specialized Parts. Ich glaube, der Rest hängt noch dran, meine ich. Ich glaube ja. Ich glaube, da war noch ein Stück Rakete übrig. Okay, wir haben noch einen großen Klotz dran. Ich habe auch schon ein Manöver, um einen Orbit draus zu machen. Das heißt, wir können tatsächlich jetzt zum Manöver einfach vorwärts zoomen. Die Upper Stage ist noch voll. Wir haben, glaube ich, auch kein Crossfeed dazwischen an. Ne, Crossfeed ist aus. Okay, da kann gar nichts schief gehen. Wir werden das Ding so weit wie möglich auf der Stage reiten. Ich glaube, die Landung kriegen wir nicht mehr ganz hin, aber falls doch, wäre es witzig. Dann hätten wir noch ein paar Material Kits, auch wenn ich mir da wieder nicht ganz sicher bin, ob wir da überhaupt unten Speicher für haben. So. Also wir bremsen jetzt hier kurz in den Orbit ein. Guck mal, unsere Bodenstation von Ike überträgt weiter fleißig Daten. Sehr schön. Damit sind wir mittlerweile bei 1970 und dann haben wir in 3 Stunden geht es eine Runde nach Duna in den Orbit zur Make Winter Cool Again. Oder auch zur Duna Orbitstation oder Raumstation, wie sie eigentlich heißt, nur das Raumschiff ist halt gerade gedockt. Und dort werden wir dann einmal Wissenschaftsdaten abholen. Da gibt es also einen kleinen Abstecher nach Duna und dann könnten wir danach eigentlich die Probe schon mal in einen Solarorbit schießen, die im Kerbin Orbit wartet, um nach Jol loszufliegen. Und Somnus Simplex, vielen lieben Dank für dein Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kerbonauten. Schön, dass du ein Follow da lässt. Weiterhin ganz viel Spaß beim Zugucken. So, kurzer 7-Sekunden-Burn. Gut, ist auch ein echt übertrieben großes Triebwerk für die kleine Probe. Genau, und das Ding soll einfach nur Specialized Parts runterbringen, damit wir die Bohrer einstellen können. Die haben sich nämlich leider beim Update alle verstellt. Zack, ihr seht, meine Liste wird zunehmend kürzer. Jetzt seht ihr mittlerweile auch ohne Scrollen alles, was ich noch auf dem Radar habe, was passieren muss demnächst. Wobei demnächst sich ein Stück weit erstreckt. Ach so, das ist sogar das Duna nach Kerbin Startfenster nach Von Kerbin nach Duna geht es sogar in 1 Jahr und 58 Tagen erst wieder. Ist also noch Zeit. Das ist das Rückflugfenster. Verstehe, verstehe. So, einmal bremsen. So, und jetzt gucken wir mal, wenn hier. Ich fliege jetzt mal noch einen Orbit. Wie lange braucht er? Stunde 6. Okay, bis dahin ist die Station wahrscheinlich auch wieder so ein bisschen mehr aus dem. Wir könnten hier, zack, können ein bisschen bremsen und uns eigentlich schon mal. Grob auf den Überflug einstimmen. Dann ist der schon mal in 10 Kilometern Höhe. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Und dann korrigieren wir den noch ein bisschen nach. So, was geht nach Eve? Nach Eve geht
gar nichts im Moment. Nach Jol geht eine Erkundungssonde. Wir haben das Jol-Flyby-Programm, glaube ich, angenommen. Meine ich. Ja, Planetary Flybys. Das heißt, wir werden erstmal mit Jol beginnen und dann gucken wir mal, was wir noch so draus machen. Ich möchte da das Mondsystem tatsächlich mal erforschen. So. Hier ganz kleiner Burn nur zum Korrigieren unseres Kurses für den ersten Überflug über die Base. Und dann schauen wir mal, dass wir das nochmal nachkorrigieren. Was ist das hier? Irgendein Lander Relay, alles klar. So, gut, was los? Da ist die Space Station, knapp 40 Kilometer entfernt. So, kleine kurze Zündung. Zack, und jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier irgendwo, denke ich mal, das Manöver haben. Ich bereite das jetzt schon mal vor. Wir werden das gleich nochmal nachkorrigieren müssen, so oder so, weil Minmus sich weiter drehen wird, bis wir da sind. Aber es ist jetzt schon mal so eine grobe Idee. Drei Flybys mit dem gleichen Wessel. Genau. Ich muss drei Flybys machen, um die zu erledigen. Mal gucken, ob ich es mit dem Raumschiff schon hinbekomme oder ob ich dann noch mal was anderes losschicken muss. Ich gehe jetzt auch erstmal für den direkten Yole-Approach. Ich gucke mir das halt einfach an, ob jetzt sich zufällig Flybys ergeben aus der Konstellation. Vielleicht habe ich einfach ein bisschen Glück. Und wenn nicht, mache ich die Flybys ja, an den anderen Planeten halt. Ne? Da draußen ist ja noch ein bisschen was. So, wir sind gleich da. Sieht gar nicht so schlecht aus. Ich nehme das jetzt mal kurz als erstes Manöver. Und korrigiere dann gleich nochmal mit dem zweiten Manöver. Tatsächlich ist es gar nicht schlecht. Und tatsächlich haben wir eine ziemlich close Encounter mit der Minmus Space Station sogar nochmal. Hallo, Freunde. So, zack. Genau, die Monde sind nur optional. Sonst wäre es ja zu einfach. Weil im Jol-System kann ich ja. Es gibt halt leider keinen expliziten Auftrag fürs Jol-System an sich. Das wäre noch ein bisschen schöner gewesen. So nach dem Motto, erforsche mal die ganzen Monde da. Aber hey, man kann nicht immer alles haben, ne? So, wir werden dann wahrscheinlich so ganz gemütlich in den Sonnenaufgang reinlanden. Mal gucken. Ich glaube, nach der Rotation sollten wir ihm mal sein Manöver machen lassen dann. Ja, da kommt die Sonne. Sehr schön. Ich glaube, wir können tatsächlich auf der Stage noch landen, ne? Lustig. Slightly overcommitted. Slightly. So. Ist ja das Target. Jetzt können wir noch ein bisschen gucken, dass wir Surface Retrograde geht knapp darüber. Das heißt, wir müssen jetzt ein bisschen angleichen. Nochmal, dass wir gucken, dass wir wirklich dahin fliegen auch. So, bremsen können wir, glaube ich, fast auf der Stelle mit dem Ding. Da mache ich mir gerade gar nicht so viel Sorgen drum. Wir haben irgendwie Thrust-Weight-Ratio von über 60 im Moment noch. Wird sicherlich auch gleich noch deutlich weniger werden, aber reicht völlig aus. Ich neige zu leicht überdimensionierten Raketen. Naja, meine Upper Stage ist ein bisschen
überdimensioniert gewesen, tatsächlich. Weil ich das Ding auch am Ende des letzten Streams einfach rausbringen wollte. So, jetzt machen wir mal Folgendes. Noch mal ein bisschen hier lang. So, passt die Richtung jetzt? Richtung sieht relativ gut aus. So, jetzt müssen wir noch ein bisschen Speed wahrscheinlich rausnehmen, ne? Genau die Ladekante erwischt. Er hat's geschafft. So, ich habe den Horizontal Speed jetzt mal zu großen Teilen rausgenommen, dass wir langsam abstürzen können. Langsam und gemütlich. Ich glaube, das sieht insgesamt ganz gut aus. Wir fliegen, glaube ich, knapp dran vorbei, ja. Das könnte man mal ein bisschen korrigieren. So. Jetzt müssten wir eigentlich genau drüber fliegen. Naja, relativ genau. Ist okay. So, dann landen wir den Hobel gleich mal. La 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 la. Aim Camera, zack. Okay, that's the way to go. Okay. Ich würde jetzt mal Folgendes tun. Ich fliege mit dem Ding noch ein bisschen näher ran, glaube ich. Mach das tatsächlich. Drawing. So. Sehr schön. Gut. Dann haben wir das. Dann habe ich jetzt Specialized Parts. Dann müsste ich doch eigentlich jetzt in der Theorie mit meinem Ingenieur diese blöden Bohrer wieder in Betrieb nehmen können. Hoffe ich. Es
Es wäre mir zumindest ein großes Anliegen. So. Deploy. Kann man den jetzt einstellen? So. So, jetzt ist der Gypsum richtig. So, und jetzt müssten wir doch hier drüben. Na, 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 na. Einer muss Gypsum sein, einer muss Ohr sein. Deploy. So, und jetzt müssten die wieder arbeiten können. Ja, wir kriegen Ohr rein. Sehr schön. Okay. Wir sind wieder im Mining-Geschäft. Sehr schön, das hat funktioniert. Habe ich einen SP-Tank in der Basis? Nö, ich habe das da. Das ist mein SP-Tank. Also ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendwo Specialized Parts speichern kann. Ich glaube nämlich nicht. Ich habe... Doch, doch, da hinten sogar. Ich könnte das sogar umlagern, seht ihr? Können wir aber machen. Dann kann ich das ganze Zeug demontieren. So, ich weiß aber nicht, ob der mit Local Logistics funktioniert. So. Ist alles raus, das ist gut. Dann können wir den Kram noch. Disassemblen. Dann liegt da auch nichts rum. Weil Material Kits Speicher habe ich auch. Sehr schön. Alles weg. Kann alles weg. Ist alles Schrott. Oh, müssen wir von der anderen Seite anfangen. Hüpf, hüpf, hüpf. So, das ist schon mal weg. Sehr schön. Okay, also das beweist schon mal, dass wir auf jeden Fall mit einem Ingenieur und Specialized Parts die Sachen in Betrieb nehmen können. Das heißt, es gibt auch noch Hoffnung für unsere Duna-Produktionscontainer. Das war relativ wichtig, das zu wissen. Zack. So. Disassemble. Ganz ehrlich. Alles weg. Oh. Oh. Nicht auf mich drauf fallen. Nicht auf mich. Abendbesinnlichkeit, grüß dich. So. Disassemble. Was ist denn hier noch dran? Ach, dieses Solarzeug wahrscheinlich noch, ne? Ja, das ist in Regascaled nicht so hübsch, wie ich mir es vorgestellt habe. Das hat leider so ein bisschen Grafikbugs. So.
Nee, 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 without Schaltparts, was ist denn hier dran? Okay, das war einfach das Hulpart. Okay, dann gucken wir mal. Dann gucken wir mal. Ich glaube, wir stehen jetzt wieder ganz gut da, was das angeht. Zack, zack, zack. So. Das läuft. ICU für Liquid Fuel läuft auch. Sehr schön. Das heißt, wir können jetzt Liquid Fuel einfach mal in Ruhe voll laufen lassen. Sonne kommt auch gerade hoch. Ach, ich krieg langsam ein bisschen Probleme, glaube ich, mit dem Strom. Weil ich befürchte, der da ist durch. Ich befürchte, der ist durch. Na, noch nicht ganz. Aber warum kriege ich denn so wenig Strom rein? Weil die Panels da nicht gut Strom kriegen, ne? Moment. Ich brauche mal auch mal ein ordentliches Strompanel, habe ich so das Gefühl. Ja, so ein paar Grafikbugs hat die neue. Aber dafür läuft es insgesamt stabiler. Also kann man sich halt immer aussuchen. Irgendwas ist halt immer, ne? Und wenn ich es mir aussuchen kann, nehme ich dann doch lieber so leichte Grafikflackerer. So. Sehr schön. Okay, wir haben... Dann denke ich mal, wenn die Sonne hochkommt, auch genug Strom. Das braucht jetzt einfach ein bisschen. Wenn sie drüber geht, dann sollte das passen. So. So, 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 so. Was steht da hinten rum? Ach, der olle Scout Rover. Egal. Wir wollen jetzt zum Science Lab. Wir springen da jetzt einfach hin. Ach so. Ha, herrlich. Herzlichen Glückwunsch. Das gibt es so nicht mehr. Wir gehen da jetzt trotzdem einfach hin und holen uns die Wissenschaftsdaten ab. An der Duna. Endlich mal wieder rote Farbe sehen. Auf zur Duna Space Station. Und ich glaube, dann können wir auch einmal an der Bodenbasis vorbei, um zu gucken, wie weit eigentlich die Dinger entfernt sind, ob das lohnt, da mit dem Rover hinzufahren und um einmal die, die Statistiken für die Lebensmittel zu abzudaten. Hi, Spiritus Vulps, grüß dich. Warum ist denn hier plötzlich so ein Fussel? Wo kommt der denn her? Lange Ladeunterbrechung. Es lädt, es lädt. Here we go. Okay. Wir senden die Wissenschaftsdaten jetzt einfach raus. Ich denke mal, ja, wegen den 5 Signs brauchen wir uns nicht ins Hemdchen zu machen. So, wie läuft es hier insgesamt? Dings, die sagen, sie sind ohne Strom und zwar schon längere Zeit. Das müssen wir gleich mal prüfen. Sehr schön. Okay, dann hier einmal frischen Science Alert rein. In 44 Tagen geht es dann wieder weiter. Ah ja, Duna, Kerbin. Alles klar. Sehr schön. Okay, denen geht es auch soweit gut. Dann schauen wir noch mal, wie es unserer Bodenstation so geht.
Ein bisschen wolkig heute, ne? So, auf geht's zur Bodenstation. Unser erster kleiner Foothold auf Duna. Eigentlich auch mit zwei Abbaucontainern, aber die sind genauso geresettet worden beim Update wie die Ollen, wie der Abbaukram auf Minmus. Deshalb die Idee, mit dem Rover hinzufahren, um die mit einem Ingenieur in Betrieb zu nehmen wieder. Mal gucken, wie gut oder nicht gut das funktioniert. So, da ist unsere kleine Basis. Wie geht's euch denn heute so? Ihr habt ausreichend Strom. Sehr schön. Das heißt, das haben wir jetzt auch behoben. Euch geht's gar nicht so schlecht. Und ihr habt Essen für 29 Tage. Wer hätte das gedacht? Im Moment funktioniert nämlich noch alles. Unsere Probleme gehen los, wenn die Machinery alle ist. Dann werden wir lustige Probleme bekommen. Aber wir haben hier sogar Specialized Parts, ne? Wie bitter ist das? Wir haben hier sogar Specialized Parts. Kann man Specialized Parts irgendwie in der Jackentasche mitnehmen oder so? Please? Habe ich da irgendwas Inventory-mäßiges drin? Was passiert mit meinen Kürbels, wenn die Snacks alle sind? Dann sterben die, glaube ich. Ich glaube, 15 Tage ist dann noch Puffer und dann sterben die. Wenn die Snacks alle sind. Also bei Habitation werden sie zu Touristen. So, jetzt müssen wir mal gucken. Saddest Target. So, dann haben wir einmal den hier. Der muss da hinten irgendwo sein. 46 Kilometer. Das ist ordentlich. Der wird wahrscheinlich eh nicht weit weg sein, ne? Es gibt das USI-Wiki, also such einfach mal nach USI-Wiki und dann gibt es da auch eine Unterseite, was man produziert und wofür man was braucht. Oder welche Ressourcen man braucht, um was zu produzieren. Ist aber alles auf Englisch. Also was ich hier halt habe, ist eigentlich die Grundlagen. Eigentlich könnte ich Material Kits produzieren. Das war mein Plan. Im Prinzip hat das auch sehr gut funktioniert, aber meine Container haben sich halt geresettet, also die Bohrer haben sich auf Dreck geresettet und ich muss jetzt halt mit einem Ingenieur hin und Specialized Parts, um das zu reparieren. Nur bei den Entfernungen bin ich echt am überlegen, ob es nicht sinnvoller wäre, tatsächlich mit dem Raumschiff da zu landen dann jeweils. Das sind ja Entfernungen, das ist ja echt abartig weit. Da macht es fast mehr Sinn. Also einen Rover kann man trotzdem bauen, aber es macht mehr Sinn, da mit dem Raumschiff anzulanden. Okay, so viel dazu. Der Basis an sich geht es also gut. Das heißt, wir können uns jetzt dem wunderschönen Planeten Kerbin zuwenden und unsere Probe schon mal auf den Weg schicken in eine heliozentrische Umlaufbahn. Die müsste hier nämlich schon irgendwo im Orbit rumgammeln, unsere Joel-Probe. Joel-Explorer. Hervorragend. Das war ja einfach. Das war ja richtig einfach. Dann kann die nämlich schon mal raustransferen, weil es dauert meistens so ungefähr 12 bis 13 Tage für den Change von der Kerbin-Umlaufbahn in eine heliozentrische. Also um die Sphere of Influence zu verlassen. Und dann schießen wir die schon mal los und machen uns dann ans Basteln. Das heißt,
netter Nebeneffekt für die von euch, die die Yole Probe noch nicht kennen. Lernen Sie jetzt mal kennen, wie sie gedacht ist. Ich kann da kurz 2,5 Worte zu sagen, bevor wir dann loslegen. Also die Yole Probe an sich ist der Teil. Science! Ist der Teil hier oben bis hier. So ungefähr. Ist komplett Xenon-getrieben, also hat einen Fusionsreaktor, den wir dann. Ich glaube, der läuft sogar schon. Ja, der läuft sogar auch schon ziemlich weit runtergefahren. Hat einen Xenon-Drive, hat dann irgendwie 20, 25.000 Delta-V. Viel Spaß beim Mars gucken. Ist das diese Doku-Serie, was so halb Serie, halb Doku ist? Falls ja, die ist sehr, sehr gut. Also ich fand die gut gemacht. Hat ganz viel Science mit dabei, hat verschiedenste Experimente und so mit dabei. Wir können richtig, richtig absahen mit dem Teil. Also da geht einiges. Langreichweiten-Antenne natürlich, zwei große Kühlpanels. Also es ist wirklich, wirklich rein nuklear betrieben. Ich weiß gar nicht, ob ich irgendwo so Notfallsolar, doch so ein Ring Notfallsolar habe ich, wenn irgendwas. Ah, es gibt eine zweite Staffel. Ah, okay, das wusste ich noch gar nicht. Ich habe erst die erste gesehen. Sehr schön. Okay, gut, das heißt, wir werden uns jetzt auf den Weg machen mit der Europrop schon mal in eine Umlaufbahn à la. À la Sonnenschein zu gehen. So, dann wären wir in 11 Tagen raus. Why not? Dann können wir von dort das nächste Manöver planen. Wobei wir auch den kompletten Burn machen könnten. Ne? Mal gucken, wie gut das funktioniert. Mal gucken, wie gut das funktioniert. Z ist Target. Inklination ist 1,3 Grad. Das ist echt auch okay. Mal schauen. Was wäre, wenn? Ich meine, es wird ein bisschen teuer. Irgendwas ist gerade nicht gut. Ausrichtung funktioniert nicht so richtig prall. Hoppla. Wollte schon sagen, das war alles insgesamt ein bisschen viel. Yep. Okay. Cool, aber ist noch ein bisschen rum. Bitte, da ist er doch. Der Encounter. Nacht und viel Spaß, Lady Samus. Okay, lasst uns den Burn so durchziehen. Das sind 1900 Delta V. Das heißt, die Stufe brennen wir aus. Die nächste nicht komplett, garantiert nicht komplett. Und sind dann schon mal unterwegs nach Yol. Sehr schön, das ist doch cool. Das ist doch sehr, sehr cool. Und dann auch sehr schnell, sehr viel schneller ein Kerbin Escape als ursprünglich geplant. Okay, das heißt, ihr dürft jetzt wirklich beim Abflug nach Yol mit dabei sein. Nicht nur beim Umpositionieren in einen Solarorbit. Da passiert jetzt also richtig was. So, 20 Minuten noch bis zum Start. Ich hole die kurz vorher raus aus ihrem Taumel. Das wird lustig. Das wird richtig lustig. So, ich glaube, aus der Drehung kann man sie holen jetzt. Das passt ganz gut. Wir haben noch einen kurzen Moment, bevor wir zünden.
Reaktor hochfahren für den Strom? Nee, noch braucht man nicht, weil ich noch das Xenon-Triebwerk nicht benutze. Der Reaktor ist tatsächlich, also der Reaktor ist extrem leistungsfähig. Der fährt auf 100% hochgefahren, fährt der, glaube ich, jetzt lasst mich nicht lügen. Ich meine 600 Strom pro Sekunde und das Triebwerk frisst halt 599 pro Sekunde. Deshalb ist noch so ein bisschen Solar mit dabei, um Geräte zu bedienen. Das heißt aber auch, solange das Triebwerk noch nicht benutzt wird, das Ionentriebwerk oder das Xenon-Triebwerk, wie auch immer ihr es nennen möchtet, kann der Reaktor auf niedrigstem Level gefahren werden. Also er ist ja schon an, er ist allerdings halt auf 3% Leistung runtergefahren, liefert also im Moment 12 Strom pro Sekunde, was locker reicht. Das lässt die Probe nicht mal zucken, weil ansonsten außer dem Xenon-Triebwerk ja nichts Strom verbraucht. Genau. Ist das im Moment völlig ausreichend. So, ich zünde jetzt schon mal diese Stage hier, weil ich nicht weiß, wie sehr sich das verändert durch den Stage. Deshalb geht es jetzt los. Wir sind hoch genug, dass ich das machen kann. Feuerfrei. So, unser 2-Minuten-Burn hat begonnen in Richtung Yol. Wir müssen gleich gucken, ob wir dann noch Korrekturen machen müssen. Die Stage werden wir komplett ausbrennen, um so viel Schwung aufzubauen. Ihr seht, wir fliegen nach Yol ohne irgendwelche Gravity Assists. Wir müssen dann mal schauen, dass wir später natürlich noch die Gravity Assists reinholen für unseren Auftrag. Wir haben aber, wie ihr sehen könnt, in der Upper Stage sehr, sehr viele Delta V zur Verfügung. Und Primärmission ist für mich tatsächlich die Yol-Erforschung. Alles andere können wir gegebenenfalls später noch nachreichen. Kitty, schönen guten Abend. Grüß dich. Na? Sehr gut. Das nehme ich mal raus. Das hat sich damit erledigt. Die Liste wird zunehmend kürzer. Also es wird übersichtlicher. Es wird übersichtlicher. So, mit blanker Gewalt nach Yol. Da seht ihr, wir sind jetzt auf dem Weg, über die Duna-Umlaufbahn gleich zu gehen. Also hier ist unsere derzeitige Apoapsis, steigt jetzt relativ schnell über die Duna-Umlaufbahn hinaus. Was ist das Getränk des Abends? Wasser. Und es ist leer. Leeres Wasser. So, jetzt kommt die Umlaufbahn von Dries gleich hinterher. Wir werden gleich einmal stagen müssen. Dann gucken wir mal, wie lange es dann noch dauert mit der nächsten Stufe. Okay, nochmal 70 Sekunden Burntime obendrauf. Okay, wir sind über die Dries-Umlaufbahn hinweg und fliegen jetzt raus auf die Yol-Umlaufbahn zu. Sieht aber ganz gut aus. So, sobald wir dann ein bisschen weiter draußen sind, werden wir noch ein Korrekturmanöver einplanen. Also Geschwindigkeit übersteigt jetzt gleich 4000 Meter pro Sekunde unseres Orbits. Und wie ihr seht, sind das auch so die letzten Züge, um jetzt Richtung Yol zu kommen. Wie lange brennen wir? Ne, das Xenon-Triebwerk wird tatsächlich erst sehr viel später benutzt. Wir fliegen jetzt, wie du siehst, noch den kompletten Burn Richtung Yol. Und ich denke auch, ein Großteil des Einbremsens an Yol fliegen wir komplett ganz klassisch mit einem ganz normalen Triebwerk, um eben da die Zeiten auch kurz zu halten. So, das heißt, hier siehst du jetzt, das haben wir. Wir haben jetzt in der Stage noch 1215 Delta V. Ich werde jetzt einmal für ein bisschen später, 4 Tage. Ja, wir haben jetzt eh relativ lange nichts, was im Plan ist.
15 Tage klingt, glaube ich, ganz gut. Add Manöver. Und jetzt gucken wir mal, dass wir hier unser Manöver schon mal ein bisschen ausgleichen. Einfach weil wir es können. Und noch mal ein bisschen Delta V hinterher stopfen, um schon mal in einen angenehmen Anflug zu gehen. Ruckel, ruckel, ruckel. Ruckel. Okay. Das heißt, wir wollen jetzt hier rein. Und ihr seht, das kostet natürlich auch noch mal fleißig Delta V, was ich gerade mache. Jetzt doch viel angleichen. Ich hoffe aber, dass wir über irgendeinen Mond wie Tylo oder Val den Capture ein bisschen vereinfachen können. Passiert irgendwas, aber nichts, was ich zu fassen kriege. Da ist er. Okay, da ist unser Flyby an Teilung. Müssen wir nur noch zu etwas machen, was uns einfängt und nicht was uns rausschleudert. So, warte mal, wenn wir hier vorbeifliegen, ich muss auf der Seite vorbei. Jawohl, das sieht doch gut aus. Das sieht aus wie eine Menge Delta V sparen. So, wir müssen vor dir entlang. Et voilà, Capture. Sehr schön. Cool. Das heißt, wir haben mit 265 weiteren Delta Vs und einem Flyby an Tylo dann einen Capture ins Joule-System rein. Und zwar noch einen stark elliptischen, aber jetzt nichts hart Dramatisches. Da kann man auf jeden Fall mit arbeiten. Ekliptik können wir auf Höhe von Tylo anpassen. Das dürfte uns auch entgegenkommen. Ja, cool. Das wird Spaß. Da werden wir eine Menge lustige Sachen tun in 2 Jahren, indem wir dann uns hin und her schießen lassen. Sehr gut. Das heißt, wir haben hier einen Alarm einzuspeichern. Der Yole Explorer ist in 15 Tagen dran. So, und wir haben noch ein bisschen Zeit. Ich würde sagen, wir fangen jetzt mal mit der Ike-Tankstelle an. Und ich würde sagen, wir bauen als allererstes unten die Tankstation. Jetzt ist nochmal die Frage, wir haben letztes Mal schon darüber diskutiert, erhöhen wir die Komplexität unserer Besiedlung von Duna dadurch, dass Leute auf Ike wohnen müssen? Oder machen wir eine vollautonome Tankstelle draus, die einfach vor sich hin Sprit abbaut? Weil Ike ist jetzt auch nicht die schönste Gegend zum Wohnen, muss man der Fairness halber sagen. Deshalb ist das natürlich so ein bisschen eine Grundsatzfrage, was wir machen. Hatten wir das schon geklärt? Ich glaube, wir hatten das noch nicht geklärt, oder? Es gibt eine sehr deutliche Tendenz,
Leute dort abzusetzen. Okay, ich verstehe euren Wunsch. Jetzt lasst mich mal kurz hier die. Das sieht irgendwie ein bisschen überbelichtet aus. Cool, dass du aufgegangen bist. Danke, tschüss. So, okay. Okay, es gibt ein deutliches Übergewicht an Leuten, die sagen, die wollen dort Kerbal sehen. Das kann ich verstehen. Ah, ich will nach Eve. gerne in die Liste eintragen. Mit diesem Wunsch. Ich glaube, Eve werden sich nicht so viele drum reißen. So. Das heißt, wir könnten das im Spaceplane-Hangar mal machen. Können wir das im Spaceplane-Hangar machen? Es macht Sinn, das im Spaceplane-Hangar zu machen, weil... Macht das Sinn, das im Spaceplane-Hangar zu machen? Wir wollen es nachher mit einer Rakete schießen. Ich würde es hier machen, tatsächlich. Dann können wir es sauber auf eine Rakete bauen. Ja, natürlich. Man hat natürlich eine wunderbare Aussicht auf Duna, das stimmt. Das ist der einzige Vorteil, glaube ich, an dem Ika-Aufenthalt. Wir müssen es sportlich klein halten, glaube ich. Also wir dürfen nicht... Also ich kann jetzt mal gucken aus dem Minmus Learning, wie können wir eine Basis bauen, mit der wir all das erreichen, was wir eigentlich erreichen wollen. So ist das hier, Kerbal Space Program Delta V-Map, ja. 400 Delta V für niedrigen Orbit, alles klar. Delta V für niedrigen Orbit. Mit der wir all das erreichen können, was wir erreichen wollen. Plus. Hatten wir schon Scan-Daten? Nee, noch nicht ganz. Damon, danke erstmal für dein Follow. Ganz herzlich willkommen bei den Kubernauten. Es ist so, dass wir gerade auf einen Auftrag noch warten. Und zwar... Maintain proper orbit for 138 more days. Ich glaube, das habe ich auch irgendwo im... in der Uhr drin. Hier, das ist dieser Duna Orbiter. Das ist mein Scan-Satellit, der macht gerade irgend so ein Magnetic Survey, wo du 174 Tage einen bestimmten Orbit halten musst. Der hat aber den Ressourcenscanner drauf. Und in 138 Tagen fliege ich dann damit rüber nach Ike und scanne. Also die Ressourcen wissen wir dann, wenn wir ankommen, denn das nächste Startfenster ist erst in etwas mehr als einem Jahr. Und bis dahin sind wir auf jeden Fall damit durch und haben Ike gescannt und wissen, wo Ressourcen liegen. Das heißt, ja, das hätten wir. Jetzt ist halt die Frage, was machen wir daraus? Tendenziell brauchen wir irgendeine Form von Living Space und eine Cupola als Kontrollmodul finde ich schon mal ganz gut, weil das hat sich bewährt, fand ich. Ich würde... auf Ike ein bisschen gedrungener bauen, aufgrund der geringen Schwerkraft. Das heißt, von der Überlegung her würde ich dann eher sagen, wir haben... Wir bringen das Personal später. Das ist jetzt ein bisschen Fragezeichen in meinem Kopf. Wir bringen das Personal später, bringen wir es nicht später. Lass uns das gleich entscheiden. Wir brauchen... So, Dinge, die wir brauchen. Wir brauchen auf jeden Fall, um hier irgendwas herzustellen, die entsprechenden Processing Units. Ich glaube, die großen sind ein bisschen too much. Ich werde tatsächlich wahrscheinlich mit den kleinen arbeiten, weil wenn ihr euch das mal anguckt, hat sich das direkt schon wieder erledigt. Was ich jetzt überlege, ist, inwiefern... wir Optionen haben. Was gibt es für welche? Processing Units. Also ich mache mal den da kurz aus. Okay, der nimmt Water und Electric Charge. Das ist es aber nicht, was ich will. Xenon Separator. Okay, da kann ich Thorium, Helium, Sodium... Liquid Oxygen, bla bla bla, alle möglichen Kram. Okay. Kann man eine ganze Menge mitmachen, aber nicht das, was ich suche. Windseller, lass dir einen
Permit bitte geben für die Links, dann kannst du da auch fröhlich vor dich hin posten. Ich glaube, ich werde mit den kleinen Converted Drones arbeiten. Die Frage ist jetzt halt, wie verpacken wir die gut? Das ist ein bisschen klein. Es gibt doch jetzt so Service-Module. Das gab es doch auch in viereckig. Da ist es ja. Viereckig, sag ich schon, oh Gott. In rund. Entschuldigung. Dann sind die so groß, ne? Okay, das war nicht. Das war nicht meine Intention. Schade, gab es die nicht ein bisschen kürzer? Refueling Logistics. Was ist denn da in den Refueling Logistics? Ich habe gerade meine Motivationskurve reicht gerade nicht aus, ums Lesen zu gehen. Nee, das ist too much. Das ist too much. Also, was ich schon mal sagen kann, ist, wir werden mit großer Wahrscheinlichkeit das Ding hier als Boden benutzen. Planetary Based Systems habe ich schon ausprobiert, ja, habe mich hier aber bewusst dagegen entschieden, weil die Teile dann nicht so gut zueinander passen. Das hier ist halt eher so ein bisschen. Also ich habe halt die MKS-Sachen, arbeite mit denen. Die Planetary Based System-Sachen sind aber auch schön, also kann man jetzt nichts sagen. So, das ist ein bisschen arg gedrungen, brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Die Frage ist jetzt, was machen wir dazwischen? Also es gibt so ein paar Optionen. Der Iterant hätte den Vorteil. Das schon mitbringt, wobei ich ihn fast schöner finde. So. Wird dann aber auch schon wieder so groß. Ja, an das Landeding, sie kommen noch so Rucksäcke, das ist schön formuliert. Ich hatte halt gehofft, irgendwas zu haben, wo ich die. Mal gucken, wie das aussieht. Ich bin mir nicht sicher, ob das aussieht, aber ich probiere das jetzt mal. So. Im Prinzip sind das ja einfach Nodes.
Alter, jetzt einrasten, bitte. Warum nicht? So, bla bla bla. Warehouses, bla bla bla. Und ich meine, das Teil konnte. Das Ding konnte am Planetary teilnehmen, meine ich. Wobei das nicht wichtig ist. Ist auch egal. Okay, die Überlegung war jetzt folgende. Die 1,25 ist echt ein bisschen groß. Shit. Okay, so kriege ich das nicht dazwischen. Das ist jetzt wirklich, für mich ist gerade die Überlegung, um euch mal ein bisschen an meinen inneren Gedankengängen teilhaben zu lassen. Ich finde das eigentlich gar nicht schlecht als Grundlage. So, gehen wir mal davon aus, das steht jetzt erstmal so, wie auch immer man es drehen möchte. Zack, wir stellen das jetzt mal ab. So, damit haben wir grundsätzlich schon mal irgendwie ein bisschen was geschaffen. Wir können habitation-mäßig über das Habitation-Modul arbeiten. Das ist auch alles total schicki. Zack. Deploy. Na, jetzt sagen wir mal hier, zack. Was weiß ich. Läuft erstmal so. Dann könnten wir sogar noch sagen, wir können hier ein Greenhouse mit ranpacken, damit die sich eine Weile versorgen können. Zack, deploy. Wir müssen natürlich Material Kits dafür mitnehmen, aber was ich mich jetzt halt gerade frage, ist, vielleicht mache ich das auch gar nicht. Wie kriegen wir hier die Verarbeitung gut mit rein, aber vielleicht will ich gar nicht die Verarbeitung hier mit reinbekommen. Überlege ich gerade so ein bisschen. Ja, einfach sagen, das ist hier tatsächlich nur zum Leben da und zum Sachen aufbewahren. Für das Extraplanetary Launchpad zu bauen. Ich habe mich mit den Extraplanetary Launchpad Sachen noch nicht so beschäftigt. Ich weiß gar nicht, ob die überhaupt noch supported werden. Und wenn, dann habe ich die Teile scheinbar noch nicht. Sieht zumindest noch nicht so aus. Ich glaube, das Orbital Assembly habe ich irgendwo schon mal gesehen. Aber ich glaube auch nur im Dings. So. Ja, die Erzeugung sollte mit der Verarbeitung zusammen, das ist richtig. Ich überlege nur, ob ich das tatsächlich nicht in zwei
Sachen unterteile. Bonsai, vielen Dank fürs Follow und ganz herzlich willkommen bei den Kybonauten. Ob ich das nicht tatsächlich ganz bewusst... aufteile und die Basis aus zwei Teilen mache, dass es halt einen bewohnten Teil gibt. Und den Industry-Teil. Weil das wäre ja jetzt eigentlich eher so der Part, wo man sagt, ja, hier können jetzt ein paar Kerbels wohnen. Bisschen was anpflanzen und das Zeug speichern und daneben hätten wir eine Abbauplattform an der gleichen Stelle. Das würde vielleicht vieles vereinfachen. Ich muss sagen, so ist das halt. Zack, hier drinne. Müssten auf jeden Fall Supplies mit rein. Direkt muss ich mitnehmen. Fertilizer mit rein. Machinery wahrscheinlich auch. Oder macht zumindest Sinn. Zack, dann haben wir schon mal einen ersten Schwung. So. Das wäre der Anfang. Hier müsste dann... Wo ist ja der olle Schlauch? Blueprints and high-tech components needed to build a vessel of wood, provided that you have enough raw materials, a workshop and a power supply already in place. Das muss ich mir auch irgendwann nochmal angucken, unbedingt. Damit kann man halt Sachen bauen, ne? Ist eigentlich auch ganz geil, dass man das einfach vor Ort bauen kann. Aber wir brauchen halt einen Workshop dafür. Das ist für später. Das müssen wir uns halt auch nochmal angucken. Das genau funktioniert. Also wir hätten das. Ich suche aber eigentlich gerade den... Fällt der Name gerade nicht ein. Dieses Verbindungsteil. Ich weiß, dass das hier irgendwo gibt, weil ich es ja schon verbaut habe. Diesen ausziehbaren Schlauch. Tube, ich guck mal nach Tube. Ja. Von der Kirby Trail, so heißt er. Flex O-Tube. Genau, davon brauchen wir auf jeden Fall eine. So. Wisst ihr was, ich würde es dabei für heute, glaube ich, erstmal belassen, so als Anfang. Ich muss da ein bisschen in Ruhe drüber nachdenken. Das wird jetzt sonst nur rumgestöpselt. Ihr könnt ja auch mal ein bisschen in euch gehen, was Optionen sein könnten für die Ike-Tankstelle. Und dann machen wir da am nächsten Sonntag weiter. So, dann haben wir heute mal eine halbe Stunde kürzer. Ich glaube, das ist aber nur fair. Morgen ist schließlich auch wieder Montag. Das speichere ich schon mal als
Eagle-Tankstelle. So, dann können wir da nämlich dran weiter rumwerkeln. Und ich würde sagen, ich suche jetzt noch einen kleinen Raid raus. Ich guck mal, wer so online unterwegs ist. Ah, ich wüsste da jemanden. Der Jack, der fährt ja Rallycross heute. Da könnten wir ja direkt mal vorbei hosten, nachdem er vorhin so lieb zu uns war, oder? Na klar, Sekunde, das ist eine sehr gute Idee. Was haltet ihr denn davon, wenn wir den Emo-Jack besuchen gehen? Verrückt? Also kommt gerne noch kurz mit und wir machen nächsten Sonntag dann einen richtig schönen, dedizierten Bastelstream für die Ike-Tankstelle. Ganz frisch, viele neue Ideen, guckt selber auch noch mal ein bisschen, dann könnt ihr auch ja gerne mal Einwürfe machen, weil sonst wird das wieder so ein Gestöpsel, wo ich mittendrin aufhöre. Jetzt ist es noch sehr simpel, nächstes Mal Vollgas Richtung Ike-Tankstelle. In diesem Sinne sage ich vielen lieben Dank fürs Zugucken, habt noch einen schönen Restsonntag beim Jack mit seiner Fahrerei und dann gucken wir mal, wie er sich so schlägt beim Rallycross und wir sehen uns aller Voraussicht nach erst am Sonntag wieder. Sollte sich noch irgendwas anderes ergeben, sage ich auf jeden Fall Bescheid. Mein Name ist Robert und tschüss. Schalt ihm einmal zu wenig. Kacke.